Okay, da sind wir wieder zurück in einer veränderten Minecraft-Hardcore-Welt. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß, was passiert ist. Wir sind nicht mehr totemlos. Wo ist es? Adventure, glaube ich. Wir sind nicht mehr totemlos. Nach etwas über 3 Jahren und 2000 Tagen. Ich habe diesen Clip, es war schmerzhaft, aber ich habe diesen Clip ein paar Mal angesehen. Wir waren wirklich nur eine Sekunde davon entfernt, diese Welt zu verlieren. Wenn ich eine Sekunde später das Totem ausgerüstet hätte, wäre es vorbei gewesen. Und das alles nur, weil ich arrogant war. Also wenn man anfängt, sich ein Spiel absichtlich schwerer zu machen, ist das potenziell ein Anzeichen dafür? Das sind echt schöne 20 FPS. Ja, es liegt hier an dem Ort, da sind wir aber zum Glück ja nicht lange unterwegs. Wenn man anfängt, sich das Spiel selber schwer zu machen, ist das halt ein Zeichen dafür, dass man sich vielleicht zu sicher fühlt. Und in einem Permadeath-Setting ist das eine ganz fiese Kombination. Deshalb sind jetzt die Belohnungen, mit denen ihr mir das Spiel schwerer machen konntet, auch wieder rausgeflogen. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich meine, was wir haben, ist, dass ihr die Sprache ändern könnt, das ist geblieben. Ich meine, das hat zwar auch nicht geholfen am Ende, dass das Spiel auf Japanisch war, während ich im Inventar gesucht habe, aber ich habe mich auch nicht auf die Schrift verlassen. Es hat mehr dazu geführt, dass wir da danach die normalen Golden Äpfel mit den Enchanted Golden Apples verwechselt haben. Was ein Grund ist für das, was wir heute tun werden. Ich will nämlich wissen, ob in diesem Berg, den wir vor 2 Streams gefunden haben, ob da eine Ancient City ist. Und dann hoffentlich auch ein paar goldene Äpfel finden. Was wir aber gerade machen müssen, ist, wir brauchen noch einen Banner. Damit wir auch den Ort dann markieren können. So, pass auf. Da ist die Farm, das heißt, da ist die Wolle. Ich finde es erstaunlich, dass die Framerate sich hier teilweise dann doch stabilisiert. Aber ich frage mich, warum? Also, welche Sachen sind das, die den so hart, runterziehen? Ich glaube auch, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es lag wegen der Grafikkarte ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall meine CPU sein könnte, die auch gleichzeitig noch OBS laufen lassen muss. Und deswegen habe ich gesagt, wir nutzen heute mal die Gelegenheit, dass ich noch einen Stream dazu schieben kann, weil mir das gerade mit einmal die Woche Minecraft doch ein bisschen zu wenig ist, weil ich ja eigentlich motiviert war, bin. Es war zeitweise ein bisschen weg. Ich muss sagen, die Nacht nach diesem Stream am Donnerstag, ich habe ja gesagt, hätte ich jetzt gerade fast das, warum habe ich eigentlich Papier hier drin? Hätte ich jetzt gerade fast das Banner, den letzten goldenen Apfel für ein Banner-Pattern ausgegeben. Das wäre uncool gewesen. So viele Entities. Sollten es aber eigentlich nicht sein. Hopper sind halt hier jede Menge, aber ich habe extra ja geguckt, dass die möglichst mit Kompostern bedeckt sind. Aber es ist halt trotzdem viel und Kisten haben halt, sorgen halt auch nochmal für Lag. Also es ist halt leider einfach eine Sache, da kommen wir nicht so richtig drum rum. So, pass auf. Jedenfalls, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten zu schlafen, weil ich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, dass wir das nicht hätten überleben dürfen. Also, ja, es war halt so knapp, also es wollte nicht so richtig in meinen Kopf rein, dass ich es trotzdem überlebt habe. Moment, das tragen wir jetzt immer bei uns. So, dann machen wir hier Ancient City. Wenn es bestimmt dann wieder Bedrock weiter. Was? Nein. Das Game, wo nicht mal, doch nicht mal Redstone richtig funktioniert. Bedrock Edition war einfach ein... Sorry, aber so gerade die PC-Version war ein Riesenfehler, finde ich. Und da muss man auch nicht auf Java alles schieben. Also wie immer auf alles auf Java geschoben wird, dass das Spiel nicht effizient laufen würde. Sorry, aber es ist genauso eine Ausrede, wie wenn ein Spiel auf die Switch gebracht wird und das dann heißt, ja, die Switch ist zu schwach. Du kannst es laufen. Also wenn du scheiße programmierst, dann ist auch die Programmiersprache egal. Wenn du gut programmierst, dann programmierst du es halt auch wirklich gut. Und halt, ne? Ich meine, dass Minecraft gewisse Altlasten hat, weil es halt ursprünglich ein Ein-Mann-Projekt war. Das war was anderes. Ja, doch, glaube ich, bedanke dich bei Gott dafür, dass du überlebt hast und geh so damit um. Nein. Also so bin ich auch noch nicht drauf, dass ich jetzt irgendwie alles auf eine allmächtige Gottheit zurückführen muss, weil ich mir sonst nichts vorstellen kann.
So, jetzt haben wir den Christen-Diss auch noch untergebracht. So, pass auf. Ich habe extra eine Schulkerbox vorbereitet. Und zwar hier sehr flauschiges Zeug. Und wenn wir das durchziehen wollen, brauchen wir natürlich auch die Hacke für das Deep Dark. Ich packe es jetzt schon mal ins Inventar, damit auch keiner meint, ja, du dürftest aber eigentlich nicht so ins Inventar gehen, weil wenn du die Schulkerbox platzieren müsstest, dann würdest du ja Geräusche erzeugen. Also da kann ich es tatsächlich sogar fast verstehen, wenn Leute sich da beschweren würden. Deshalb mache ich das schön vorher. So, pass auf. Wir benötigen das Kärtchen. Das war eine Schneeregion. Da. Da oben. Wo ist die. Das Ding ist, wo ist die Grenze? Okay, wir müssen beide mitnehmen. Was leider auch so ein Ding ist, ich habe versucht zwischen den Streams, also deswegen sind wir jetzt bei Tag 2095, wieder ein bisschen zwischen den Folgen zu arbeiten. Bedrock läuft auf der Oberfläche besser, hat aber erstmal spielerisch nicht Parität mit Java. Redstone ist eine Katastrophe. Und was halt auch noch dazu kommt, es ist wohl noch viel, viel verbuggter. Also es hat wirklich Game-Breaking-Shit da drin. Oder auch so Sachen wie das Netherdach. Also, gibt's nicht. Wenn du aufs Netherdach gehst, stirbst du einfach. Weil das, der Nether halt die 200, das ist halt, damals, als die Welt vergrößert wurde, ist es halt auch über den Nether gemacht worden, aber da ist halt die Generierung nicht angepasst worden. Hat man ja auch in 1.16 nicht gemacht. Wobei ich mich frage, ob sie das nicht vielleicht doch tun sollten. Oder hätten tun sollen, weil sie haben ja auch mit 1.18 gezeigt, wieso gehe ich hier raus? Sie haben ja auch mit 1.18 gezeigt, dass sie das jetzt können, dass sie auch unterhalb der bestehenden Welten machen können, dann können sie auch oberhalb der bestehenden Welten was machen. Ja, C++ ist schneller, aber es ist Java nicht trotzdem besser geeignet für plattformübergreifende Geschichten? Also Sachen, die jetzt nicht auf Windows-Architektur laufen. Wenn jetzt Programmiersprachen ihre Vor- und Nachteile haben, ja, also deswegen sind ja C-Sharp und C++ ja auch eigentlich so die üblichen Verdächtigen. Ändert aber, also ganz ehrlich, ist nicht so, als hätte Microsoft, also Microsoft hätte gerne, dass Bedrock Java ersetzt. Aber halt nicht, weil die Bedrock besser ist, sondern weil Bedrock, da kannst du schön ein geschlossenes System etablieren, ohne Fan-Content, beziehungsweise mit Fan-Content, an dem Microsoft mitverdient. So, und die Minecraft-Spieler sind eh gewohnt, ihre Probleme selber zu lösen. So, was ich meinte, die zwischen den Folgen ist aufgefallen, die Raid-Farm, ich weiß nicht, ob es an 1.20 gibt, es bricht wohl einige Leute, dass das Design nicht mehr so gut funktioniert. Ich habe Schwierigkeiten, einmal die Farm zu starten und dann kann es teilweise auch noch passieren, dass die Farm einfach stoppt. Also, dass die Raid-Kette, die man da praktisch in Gang setzt, einfach aufhört. Das und ich hatte dann beim letzten Mal hatte ich es dann sogar laufen und dann kam auf, habe ich, ich weiß nicht warum, also das hat auch für mich gezeigt, dass die Farm dann doch nicht AFK-sicher ist, weil auf einmal dann doch ich einen Evoker gehört habe und der Vexus gespawnt hat. Okay, das ist ein Kopf. Also ja, da musste ich dann schnell raus. Ancient City ist dann häufig, ja, generell unter Bergbiomen. Deshalb habe ich mir ja den Berg hier auch extra gemerkt. Wobei natürlich das, also Deep Dark heißt ja nicht, dass da auch eine Ancient City ist. Also selbst wenn wir da jetzt Deep Dark finden. Aber eine Ancient City will ich ja auch gerne mal restaurieren. Weil wenn du die einmal gesäubert hast, ist das ja auch wie ein Ozeanmonument, eines der sichersten Orte, wo du sein kannst. Das war ein Eisengolem. Der hat ein anderes Modell bekommen von Misa, deshalb sieht er, hat er nicht nur eine andere Textur, sondern er hat auch eine andere Körperhaltung.
Ist das das? Nee, das ist nicht das verlassene Dorf, was wir gefunden hatten. So, hier ist eine... Das ist keine richtige Schlucht, ne? Das ist nur... So, gibt's hier irgendwie einen offensichtlichen Eingang? Apropos offensichtlicher Eingang. Ach, okay, es sind sogar zwei Berge. Sollen wir erstmal hier gucken? Apropos offensichtliche Eingänge in der Nähe von dem Pillager-Outposten, wo ich immer die, die Dinger finde, wo ich mir die schwarzen, nicht die schwarzen, die bösen Omen hole, wenn, ich die Raid-Farm neu starten muss, ist auch ein Höhleneingang. Ich überlege, ob ich da mal offscreen reingehe. Aber das, ich hatte so ein bisschen die Sorge jetzt gehabt, dass, ich habe ja beim letzten Mal den goldenen Apfel gewastet. Und, wenn ich dann, ich meine, ich habe auch schon offscreen goldene Äpfel gefunden und auch berichtet, aber wenn ich halt jetzt sagen würde, übrigens, ich habe offscreen, war ich in der Höhle und ich habe einen goldenen Apfel gefunden, das nimmt mir doch keiner ab. Na gut, das interessiert eh keine Sau, aber ja, es nimmt mir keiner ab. Was haben wir da? So, wir machen mal kurz hier die Gegend ein bisschen... Also wir müssen gucken. Die Frage ist, nehme ich Eisen mit? Also Kohle lasse ich liegen. Kohle haben wir genug. Also ich muss sowieso nochmal zu River Skelett farmen demnächst und gut die Dinger farmen. Die River Skelett Schädel, weil wir haben kaum noch Beacons. Was auch was ist, was man auch immer sagen muss. Wir haben kaum noch Beacons. Wir haben in den letzten Tagen irgendwie 5 Max-Beacons gebaut. So, wir haben jetzt kaum noch welche. Das ist halt auch erstmal ein Luxus, den man haben muss. So. Also da ging es rein, aber ich glaube, da kommen wir auch von da aus rein. Sollen wir Eisen mitnehmen? Das Ding ist, unsere Eisenfarm läuft jetzt eh über, weil wir sie nicht mehr für Beacons benutzen. Sollte man das nicht glauben? Kann man doch jedenfalls immer noch Replay-Mod laufen lassen, alles immer umgeschnitten auf YouTube privat hochladen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt schon Speicherplatzprobleme. Also wenn ich aufnehme, dann will ich auch richtig aufnehmen. Aber ich habe halt nicht auch noch parallel eine eigene Welt, weil das wäre... Das würde dem Sinn widersprechen. Ich mache das ja auf im Stream, damit halt von der Welt was übrig bleibt, wenn sie die irgendwann mal dann zerstört wird. Ja, du YouTube, das kostet nicht einen Speicher. Ja, aber bis sie verarbeitet sind, schon. Also bis ich sie gerendert und hochgeladen habe. Okay, warte, das gefällt mir jetzt gerade hier nicht so. Also das finde ich gerade nicht übersichtlich. Kupfer sollten wir mitnehmen. Es ist zwar überall, aber... Von dem Zeug haben wir noch nicht so viel. Das sieht nach Lush Cave aus. Aber ich finde es cool, wie das Glühmoos, wie das dieses grüne Licht erzeugt. Und jetzt, da unten ist es Nebel, es könnte, ja, es ist Nebel, es könnte auch Wasser sein, aber es ist Nebel. Also bitte das Texture Pack bearbeiten und das Kupfer Nutzlosium machen. Naja, du kannst es doch Nutzlosium nennen. In seinem jetzigen Zustand ist es nicht viel mehr als das. Mensch, und hier finden wir auch Tropfstein. Wonach ich ja da auch offscreen gesucht habe, weil ich es brauchte. Oh, das ist schon ein schöner Effekt. Not gonna lie. Nee, ganz ehrlich, ich denke mir halt, wenn ich an den Punkt komme, wo Leute ernsthaft die Legitness dieser Welt bestreiten, weil sie nicht alles selbst gesehen haben, dann, also an dem Punkt muss man auch erstmal kommen. Das Ding ist, da gibt's halt auch, ganz ehrlich, da gibt's keine objektive Sicherheit. Tag-Counter können manipuliert werden. Sogar ziemlich trivial. Du kannst
ohne dass du irgendwie externe Sachen brauchst, dich wiederbeleben, wenn du willst. Also wenn ich offscreen sterben würde und auch nicht im Stream, dann wird es auch nie jemand merken. Außer halt, ich bin irgendwie schlampig und gucke irgendwann in die Statistics und man sieht dann irgendwie von wegen Monster X hat dich einmal getötet. Und das kriegt man bestimmt auch raus. Also wäre zumindest überrascht, wenn es nicht gehen würde. Kannst du einen extra Effekt für S4 machen, womit Schwefel durch Kupfer ersetzt wird? Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Also aus Kupfer machst du ja normalerweise kein Schießpulver. Ganz ehrlich, wir sollten uns vielleicht nicht. Wir sollten uns gar nicht hier oben so lange aufhalten, weil unten können wir Diamanten finden. Und Lapis Lazuli und so Geschichten. Aber hier finden wir wirklich nur Kupfer. Aber das wird uns eh nachgeschmissen. Das habe ich aber nicht getötet. Okay. Das sieht schon krass aus. Das sieht schon krass aus. Also, wir haben offiziell Deep Dark gefunden. Das wird auch eine der wenigen Orte sein, wo wir besser damit beraten sind, ein Totem mit uns rumzutragen. Pass auf, wir brauchen noch irgendwas, wo wir... Wobei... Ja. Wir brauchen noch irgendwas, wo wir auf die schnelle Loot reinpacken können. Pass auf, Scaffolding benötigen wir jetzt gerade nicht. Wir brauchen auch keinen Feuerschutztrank unter den Umständen. Wir müssen nur dran denken, dass wir die Sachen wieder rausnehmen. Jetzt will ich weiß, dass du mal in deine Statistiken gehst und guckst, wie oft du getötet wurdest. Brat, dir ist klar, dass ich gerade diese Option genannt habe. Natürlich hätte ich es dann auch verwischt, wenn es geht. Aber wir können gleich gerne mal gucken. So, pass auf, wir brauchen eine Schulkerbox so, damit wir da den Loot rein tun können. Dann nehmen wir die wieder mit. Packen die wieder hier rein. So. Statistics. Mobs. Nur 38 Glowsquids? Das klingt, kommt mir gerade ziemlich wenig. Ich habe einen Eisengolem irgendwann mal gekillt. Fünf, 53.488 Pillager. Ich habe 6 Trader-Lamas getötet. Das tut mir leid. Und 1 Strider. Happy? So, einmal restocken. So, streng genommen dürfen wir das nämlich jetzt nicht mehr. Das finde ich halt echt geil. Guckt euch das an. Das sieht halt richtig schön widerlich und eklig aus. Macht es Geräusche, wenn wir an einer Leiter klettern? Ist das so? Hat jetzt gehofft, dass ein Tod, wo mein Totem genutzt wurde, zählt und tatsächlich da steht, dass du einen Tod hast. Hatte ich tatsächlich auch mal überlegt, aber wäre weird. Leiterklettern zählt als Geräusch. Ja, aber anders komme ich hier halt auch nicht, also sonst komme ich anders nicht wieder hoch. Wobei, ganz ehrlich, im Zweifelsfall würde ich wahrscheinlich gleich den Elytra anziehen.
Du bist also ein Skalk-Sensor, ja? Ah. Aber es scheint kein Shrieker in der Nähe zu sein. Sieht das nicht wunderschön eklig aus? Dass du da Sneak 100 bekommst, ist mir eh ein Rätsel. Stimmt, streng genommen war das ja nicht gerade sneaky, was ich gemacht habe. Ich glaube, hier ist noch kein... Ist es hier ernsthaft schon vorbei? Wie tief sind wir? 8. Also der ist nicht in der Nähe von einem Shrieker. Also hier kann ich, hier kann ich gerade mal ausprobieren. Wenn ich eine Leiter... Also, weil ist eine Leiter gefährlich? Das Lapis? Kann ich einen Skalk-Sensor normal abbauen mit einer Hacke oder brauche ich das Silk Touch für? Ich habe keine Angst vor dem Boden, weil er komplett verbreitbar ist. Ist er ja auch. Silk Touch. Dann müsste es ja mit einer Silk Touch-Spitzhacke auch gehen, oder? Normalerweise, ja. Normalerweise geht das nämlich, dass wenn etwas mit Silk Touch abbaubar ist, dann ist es egal auf welchem Werkzeug. So, pass auf. Aber das sieht hier gerade nicht sehr nach aus, als würde es super tief reingehen hier. Okay, doch. Da ist auf jeden Fall etwas. Aber irgendwie sieht das auch nach kaputten Grafiken aus. Warte, wir brauchen das da und hier. Das sieht nicht korrekt aus. Du bist bestimmt ein Shrieker, oder? Nee, Skull Catalyst bist du. Also aus irgendeinem Grund bist du nicht korrekt. Sollst du dich einmal fangen mit dem Warden spielen? Das Ding ist, der Warden sieht halt in diesem Texture Pack auch extrem geil aus. Also die hat, Misa hat ihn ja auch komplett neu designt. Ich habe übrigens auch mal ein Data weggemacht, wo der Warden überall unter Höhe nur theoretisch jederzeit spawnen konnte. Okay. Kann man die Catalysts mitnehmen? Mit Silk Touch? Yo. Aber ganz ehrlich, mit dem Deep Dark, also, da hat Misa wirklich extrem gute Arbeit geleistet. Guckt euch das an. Es ist wunderschön eklig. Das sind einfach Augen. Selbst die Wände starren dich an. Ja, werden auch vom Warden gerückt, das stimmt. Ja, also eigentlich, finde ich, müsste ich den Warden mal irgendwie beschwören. Einfach weil, der sieht halt so cool aus in dem Pack. Aber andererseits wäre es halt auch maximaler Troll, wenn ich ihn deswegen erst recht nicht beschwöre und ihr das Pack runterladen müsst.
Okay, gut, die Katalysatoren sehen natürlich aus, stechen natürlich hervor, wie sonst was. War ich hier schon? Nein. Okay, auf jeden Fall geht's hier raus. Red mal das Pack runter. Check mal ihren Patreon. Einmal im Monat kommt für alle das Update. Und für Patrons kommt es wöchentlich. In der Regel. Das Seelenfeuer. Das ist doch von der Ancient City. Ich glaube, wir haben gefunden, was wir suchen. Ist doch schön, dass wir direkt auch finden, was wir suchen. Dann können wir hoffentlich dann auch später mit Swift Sneak rausgehen. Ah, jetzt haben wir schon wieder keinen Platz. Sky Catalyst, pass auf, wir brauchen keinen Deep Slate. Solange man schleicht. Ist, glaube ich, alles okay, solange man, glaube ich, nur einen Block fällt, oder? Also wenn man so runterspringt. Ich glaube, Wolle muss ich, glaube ich, nur setzen, wenn ich höher als einen Block will. Noch keinen Shrieker gesehen. Okay, ich freue mich, wenn wir Swift Sneak haben. Not gonna lie. Ich glaube, das mache ich auch sofort drauf, sobald wir es haben und eine sichere Position gefunden haben, wo ich einen Amboss auspacken kann. Wow. Okay. Hier sind wir definitiv nicht mehr im Deep Dark. Weil hier kann ein Creeper spawnen. Dementsprechend mache ich jetzt auch einmal den. Wenn hier Monster spawnen können, dann sind wir nicht in Gefahr. Und zumindest nicht in der Art von Gefahr. So, diese Gegend ist relativ safe. Es gibt doch diesen Film, The Hills Have Eyes. So kann man sich das bildlich vorstellen, glaube ich. Oh, eine Geode. Wow. Gut, der ist wahrscheinlich nicht hier gespawnt, sondern hier rein teleportiert. Da ist... Keys. Moment. Dungeon? Oder ist Lava? Okay, das sieht nach Lava aus, ne? Meine Dungeons können auch
goldene Äpfel enthalten. Das sieht ein bisschen sehr nicht künstlich, also es sieht künstlich aus. Mit dem Abstand und nur da hinten fehlt die Lava. Hatte da etwa Herobrine seine Hände im Spiel? Boah, das waren Zeiten früher, wenn du irgendwas gesehen hattest, was nicht aussah, als wäre das irgendwie vage aussah, als könnte es menschengemacht sein und du gedacht hast, ich vermisse das ein bisschen. Ach, der hat noch Lava in der 50er-Tür, der Zelda-Sound kommt, das sagt, dass du ein Rätsel gelöst hast. Das wäre... boah, wisst ihr, das wäre so cool, wenn Mojang das gemacht hätte, ohne es in die Patch-Notes zu packen. Und es dann einfach Leute random rausgefunden hätten. So, das ist eine Geode. Die möchte ich am liebsten aufmachen, aber wir haben jetzt eigentlich nicht den Inventarplatz, um einen kompletten, eine komplette Geode mitzunehmen. Pass auf, wir müssen... Also wir brauchen nicht so viel Wolle, stelle ich fest. Wir gehen mal auf 4 Stacks runter. Konnte man... Wie gesagt, Gold konnte man, glaube ich, auch... Ja, das wurde nur zerstört. Wenn man es abbauen wollte, musste man die nehmen. Wir nehmen ein bisschen was mit. Aber wenn wir es produzieren wollen, müssten wir wahrscheinlich eh eine Enderman-Farm oder so umrüsten dafür. Wobei, das könnte ganz gut sein, weil ich will ja eigentlich die Enderman-Farm irgendwann, wenn wir im End was bauen, um das Exit-Portal rum haben, dass wir da halt auch River-Rosen farmen können. Dann wäre es aber sinnvoll, die ursprüngliche Enderman-Farm umzurüsten für Skulk. Wenn du menschengemachte Sachen in der Welt willst, die geheimnisvoll sind, dann lass mich in die Welt. Mhm. Kommt ein Zelda-Sound. Ja, und wahrscheinlich kommen danach die 10.000 Blöcke TNT, oder? So, pass auf, wir haben vorhin, glaube ich, Lapis gesehen. Das sollte ich vielleicht, möchte ich schon noch mitnehmen. Weil Lapis ist eine der Rohstoffe, die ich eigentlich schon gerne in größeren Mengen besitzen möchte. Hier ist ja soweit eigentlich alles safe. So, hier war das, ne? Da. Hinter dem ganzen Skulk. Nein, ich mach das nicht. Wie oft denn noch? Das will ich dir glauben. Huch, was ist hier? Ich geh jetzt ja auch noch rein. Irgendwas hat den Herzschlag. Wenn ich Darkness... Ich habe Darkness bekommen. Hier ist ein Shrieker. 100 Pro. Wie lange war der Zeitverlauf? Aber was hat hier reagiert? Ich habe den Shrieker nicht gehört. Vor allem Shrieker alleine ist ja auch nicht in der Lage, ein Signal zu übermitteln. Hä? Ein Shrieker für sich betrachtet ist nutzlos, genauso wie ein Sensor. Die müssen zusammenstehen. Irgendwie finde ich sehr viele Katalysatoren hier, aber kein nichts von den anderen Sachen.
Hallo. Ich will, dass die Welt noch lange existiert. Ich will nicht versuchen, nicht zu können. Ich würde irgendwie Sachen machen, die deine Szenen unterhaltsamer machen würden oder so. Zum Beispiel, wenn du random irgendwo Sachen baust, mit der Absicht, dass ich sie finde und darauf reagiere, dann muss ja. Okay, runterspringen geht. Man sieht nichts, aber das, was man sieht, sieht schon geil aus. Not gonna lie. Wir haben hier echt was verpasst in letzter Zeit. Frage ist, wie kommen wir da runter? Das Wolle. Habe ich Darkness bekommen? Nein. Hier ist alles safe. So, wenn wir runterfallen würden auf Wolle, wäre es ja, glaube ich, egal. Ah, jetzt kommen wir hier irgendwo runter, ohne Geräusche zu verursachen. Ich weiß auch nicht, ob ich den Shader anbehalten soll gerade. So, wenn es hier irgendwo runtergehen würde, müssten wir ja theoretisch bei der Stadt irgendwo reinkommen. Kann man Shrieker mitnehmen? Also die normalen? Weil das sind ja keine richtigen Shrieker, die man da mitnimmt, weil die können ja dann keinen Warden mehr beschwören, wenn man sie wieder platziert. Außerdem würde ich, wenn ich Mitspieler in dunkle Volksstadt bauen. Wer sagt, dass das nicht etwas ist, was ich noch machen möchte? Hier war doch. Hier hatte ich doch vorhin Wasser gehabt. Wo war das? Hier? Ja, hier. So, pass auf, da mache ich einmal ein bisschen mehr Licht. Glow Squid! Dich will ich haben. Ich brauche die Tinte. Es ist so verwirrend, wenn hier andere Lichtquellen sind, die nicht von mir sind. Okay, es war nur normaler Zombie. Ich dachte schon, was höre ich da? Wir brauchen Platz für die Tinte. Nicht Lichtquellen, die nicht von mir sind. Ich meine das Zeug, die Glühpilze da. Wenn ich in diese Welt darf, übernehme ich die Rolle von Herobrine. Wenn das ein Argument dafür sein soll, dann funktioniert es nicht. Okay, da ist die Geode.
Oder zumindest eine Geo. What the fuck? Wieso bist du jetzt aggro? Ich hab dich doch nicht angesehen. So, das wäre jetzt super fies mit Eisenrüstung, weil Enderman halt absurd viel Damage machen. Wenn er nicht teilweise noch so aussehen würde, als würde er glitschen und laggen. Hallo, Harry Potter. Sprache ändern. In LOLCAT. Ja, können wir gleich machen. Moment. Ich bin gespannt, wie LOLCAT die Sachen nennt. Warte, die Spinne war unsichtbar. Die Spinne war unsichtbar. Die hatte den Effekt. So. Warte. Sprache. So, pass auf, warte. Sprache ist das hier und das hier. So. Dann LOLCAT. Wo bist du? Ich bin da von Herobrine eine Potion bekommen. Mhm. So, warte, das will ich jetzt gerade wissen. Sehen wir das, was da drin ist? Rocks with Emmys. Okay, Skulk hat einfach keinen alternativen Namen. Okay, wir sind aber gerade nicht in der Nähe der Stadt, so ich das sehen kann. Okay, ich glaube, das ist eine andere Geode. Die schwebt ja schon fast frei. Viele Glow Squids hier sind. Weißt du, wenn ich die Dinger farmen will, weil ich sie für die Bäume und so brauche, dann findest du keine. Und hier bringen sie sich lieber selber um. Tatsächlich, ich brauche nicht so viel Follow auf einmal. Ist nicht nötig. Ich habe gerade Spinne statt Spinny geschrieben. Ja, die Spinne hatte ja auch einen Potion-Effekt. Das war schon korrekt. Sondern sagen, es ist ein bisschen nervig, weil du halt gefühlt nicht weiterkommst, aber es ist auf der anderen Seite schon sehr geil, dass du halt wirklich mit dem Shader in der Höhle einfach rein gar nichts siehst. Ich hab fast Spinne geschrien. Okay. So, ich hätte nichts gegen ein paar Diamanten. Was meinst du, Spiel? Beschenkst du mich? Mit Diamanten, nicht mit einem Creeper. Wieso ist der Creeper so inaktiv? Warte, findet der Creeper wegen... Als ob der Creeper wegen der... hier... Waren es Stalagmiten oder Stalaktiten, die von unten nach oben wachsen? Auf jeden Fall findet der Creeper deswegen anscheinend keinen Pfad zu mir. Aber du findest einen Pfad zu mir. Na komm. Warum tötet ihn nicht das Skelett? Ich meine, gut, die Musicbox, die ich von Creepern kriegen kann, habe ich eh alles schon. Glaube ich zumindest.
Vielleicht hat der Reaper ja eine Überraschung für dich, wenn du ganz nah rangehst und wartest. Wie tief sind wir? Okay, wir sind viel zu hoch, als dass hier Diamanten spawnen können. Wir sind auf Level 25, aber es fühlt sich viel tiefer an. So, hier alles erforschen zu wollen, ist aber halt auch zum Scheitern verurteilt. Hier ist schon wieder ein Glowsquid gestorben. Ich meine, da sage ich nicht nein zu. Hast du schon mal die Schallplatte aus der Ancient City gehört? Das ist doch die zerbrochene. Wow. Ganz ehrlich, wieso ist das eigentlich noch kein Feature, dass man irgendwie einen Enchantment oder ein Upgrade für seine Rüstung machen kann, dass man die Umgebung erleuchtet? Ich meine, das, was ich jetzt hier mache, ist ja eigentlich auch nur durch die Shader-Mods möglich. Aber gerade hier finde ich es eigentlich schon fast erforderlich, dass du halt irgendeine Lichtquelle mit dir rumschleppst, du musst den Schild oben haben, dann musst du halt ständig hin und her wechseln. Das ist eigentlich nicht sehr elegant. Ich meine, klar, normalerweise ist es nicht in Vanilla nicht so dunkel. Genau, tötet euch mal gegenseitig. Komm. Ist jetzt mal gut. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir hier tatsächlich noch was finden könnten. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste in der Richtung die Ancient City sein. Wenn ich nicht komplett jedes Gefühl für meinen Aufenthaltsort verloren habe. Was leider natürlich sehr leicht passieren kann, wenn man so unterwegs ist. So, wir benötigen das nicht. Das rote Licht von Redstone sah nice aus. Ja, finde ich auch. Das ist halt sehr fies, dieses Vieh. Wo du jedes Mal überlegen musst, ist das jetzt ein Creeper, der aussieht wie ein Zombie, oder ein Zombie, der aussieht wie ein Creeper? Warum hat Minecraft nicht von sich aus mehrere Lichtfarben? Weil das Arbeit wäre. Ja, sieht schon geil aus. Moment, hier ist nochmal so eine Riese. Da ist auf jeden Fall Deep Dark. Aber nicht zwangsläufig die Ancient City. Huch, nein. Das ist, ich brauche jetzt, stimmt, Treecaroo hat ja auch die Funktionalität dieser Autoklicker-Mod, die ich vorher benutzt habe für die Raid-Farm. Das habe ich jetzt beim letzten Mal wieder eingerichtet. Dieses Hero-Band ist jetzt vertan. What? Okay, Gold haben wir sogar schon.
Lapis, sogar Deep Slate Lapis. So, wir kommen total von unserem eigentlichen Ziel ab, aber... Okay, jetzt sind wir hier. Aber zum Glück lösen Mobs ja keine Shrieker und so aus. Ach, hier sind wir. Warte, in welche Richtung müssen wir jetzt... Hä? Moment, es ist Deep Dark, egal wo wir hingehen. Aber wo war denn die Ancient City, die wir vorhin gesehen haben? Nee, hä? Hä? Bin ich von hier darüber gekommen? Man sieht, in meinem Gedächtnis ist auch ein bisschen... Warte, ich bin hier... Ah, okay, ich bin hier lang. Hallo Spinne, tschüss Spinne, stirb. Ich habe jetzt schon festgestellt, ich glaube, ich muss... Hallo Diamant. Ich glaube, ich muss meine Axt gar nicht umverzaubern. Weil ich glaube, ich kam auch mit dem Schwert aufs... Wenn das Schwert Smite hat und das... und die Axt Sharpness, dann kann die mit einem Sprungangriff auch sehr viel one-hitten. Zumindest mit Strength noch dazu. Brauche ich die Leitern wirklich? Ich verwende das viel zu selten, Leitern. Na? Nur einer? Nur ein einziger. Wir sind schon fast eine Stunde unterwegs. Und es endet ja auch nie einer dieser Pfade. Mehr Deep Dark. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das ist auch Deep Dark, aber es ist wirklich nur Deep Dark. Es ist keine Ancient City. Weiß nicht, ob wir nicht vielleicht sogar riskieren müssen, dass wir die Ancient City... mit dem Elytra betreten und dann unter Umständen den Shrieker einmal auslösen. Das setzt sich ja auch wieder zurück. So, aber ich glaube, hier bringt uns das im Moment nicht weiter. Das heißt, wir müssen mal gerade gucken, wie wir wieder rauskommen.
Das Ding ist, dass auch die Platzierung der Lampen halt komplett flöten geht. Wenn du halt so ein Riesengebiet hast. Ich meine, ich habe zwar extra eine Kiste zum Thema Höhlennavigation, aber das habe ich natürlich vorher total unterschätzt. Ich habe nämlich extra auch so Sachen wie Kürbislaternen. Warte, wir müssen. Auf jeden Fall kam ich zeitweise von hier. Pass auf. Brauche ich nochmal. Komm, noch ganz ehrlich, normales Eilen muss ich gar nicht mitnehmen. Dann kann ich nämlich. Hier. So, und dann darf das in die Richtung zeigen. Und was diesen Wasserfall angeht, müsste, wenn wir dem folgen. Genau. Genau hier. Also müssen wir uns merken, die Richtung, in die der Service zeigt, ist immer da, wo wir herkamen. So, führte das hier irgendwo hin? Nein, das heißt, dann machen wir hier nämlich dicht. Dafür wäre jetzt allerdings das Glas gut. Ach, ernsthaft? Ja, okay, das mit dem Stack Refill ist natürlich nicht so geil. Er hat nämlich jetzt das ganze Zeug wieder rausgenommen. Um die Stacks damit auszufüllen, aber das habe ich ja. Ja, danke, Spiel. Pass auf, wir brauchen eine der Karten ja nicht mehr. Ja, wir sind so offensichtlich in diesem Gebiet, dass wir die Ausflugausrüstung. Nee, ich suche also nicht Tuchausrüstung, ich suche die Kartografiegeschichte, aber die haben wir ja gar nicht mitgenommen. So, die tun wir da rein. Dann verlieren wir sie nicht. Sage ich wahrscheinlich und verliere sie später trotzdem. Dann. Ich bin ja fast schon versucht, diese Kiste einfach stehen zu lassen, die Ender Chest. Wow, wir haben hier sogar noch mehr Sachen für die Höhlennavigation. Das heißt, die lassen wir auch mal gerade hier. Wenn ich die Kiste irgendwie ausnehmen könnte von der ganzen Geschichte. Jetzt fehlt mir ein Slot für die Kiste. Ich weiß gerade ernsthaft nicht, was ich wegpacken kann.
Also außer, dass wir später das Banner natürlich platzieren können und natürlich die Karte nicht benötigen. Pass auf. Die Sachen können wir später rausnehmen. So, es ist vielleicht ein bisschen bounzig, aber ich mache hier eine Glasscheibe hin. Moment. Aber nicht so, dass wir hier gar nicht mehr langkommen. Warte, nutzt Kürbislaternen. Ja. Also das versuche ich mir im Moment anzugewöhnen. So, das heißt, theoretisch müsste das ja, genau, es müsste in die Richtung gehen und... Kann ich nach oben? Nein. Nach oben geht nicht. So, da unten ist die Ancient City. Warum versuchst du das? Weil du mit der Kürbislaternen nochmal gut eine Richtung angeben kannst. Aus der du gekommen bist. So, pass auf. Die Kürbislaterne kann ich, sollte ich auch aus der Entfernung erkennen können. Reagieren die Sensoren auf Wasser? Sie reagieren wahrscheinlich auch, wenn ich schwimme, oder? Nächsten würde ich hier eine Beacon einrichten, aber... Darauf kann ich nicht hoffen. Pass auf, da ist Wolle. Ah, sollen wir es riskieren? Sollen wir runtergehen? Okay. Here we go. Warte, das war doch Wolle. Eins. Ja, eins, in der Tat. Was bist du? Skulk Catalyst? Verdammt, jetzt laufe ich hier gefühlt auf Eierschalen. Wie ist das? Darf ich, also ich darf wahrscheinlich anscheinend runterfallen, solange ich keinen Fallschaden nehme, oder? Das ist ein Shrieker. Das ist ein Catalyst, das ist ein Shrieker. Schauen wir uns. Also wenn wir den ausschalten, ist hier das Gebiet schon mal gesichert. Wie lange ist der Timer? Bis das wieder zurück, bis wieder eine Ladung vom Freaker verschwindet? Was ist das hier für ein Stein? Der sieht aus wie so ein Eulengesicht. Chisel Deep Slate. Wenn du Fallschaden nimmst, ist egal, ob du auf Wolle gelandet bist. Kann ich auf Wolle Sachen platzieren, ohne dass es Geräusche erzeugt? Ich habe aber im Kopf, dass es nicht so lange ist. Ich habe irgendwie 10 im Kopf. Das sind Seelenlaternen, aber... Das Ding ist, ich sehe halt nichts mit dem Shader sonst.
Ich versuche gerade rauszufinden, ob hier in der Nähe noch irgendwie ein Shrieker ist. Okay, das mit dem Wasser möchte ich gerade... Ich will nicht riskieren, das Wasser zu updaten. Das heißt, wenn ich mit dem Wasser in Berührung komme, mache ich ja Geräusche. Das ist auch ein Sensor. Willst du für mich ins Wiki gucken? Was hat denn jetzt das ausgelöst? Was? Irgendwas löst... Okay, es ist... Du Scheißvieh! Du Scheißvieh! Was soll das? Das kannst du doch nicht bringen! Und ich denke mir die ganze Zeit, was habe ich getan? Und wenn ich dich töte, dann mache ich erst recht Geräusche. Guck mal bitte, was alles die Sachen auslöst. Also kann ich, was ich will, was ich machen darf. Hätte ich vielleicht vorher mal nachgucken sollen, aber ich war heute, wie gesagt, 2,5 Stunden damit beschäftigt, das Skript für die nächste Folge Glitch Tale zu schreiben. Also. So, kein Effekt, kein Effekt. Also ich glaube hier, das Gebiet scheint... Es sind 10 Minuten. Ja gut, da habe ich das ja richtig im Kopf. Aber kann ich auf Wolle Sachen platzieren? Ich kann ja auf jeden Fall versuchen, hier das zu unterbinden. Alle 10 Minuten geht ein Warning Level auf um 1 zurück. Ich meine, es ist ja gut, dass die... Dass die Fledermaus jetzt hier zeigt, wo die ganzen Sensoren sind, aber. Okay, sie reagieren drauf. Gut, das war direkt daneben. Aber wirkt trotzdem nicht so, als wäre das safe. Okay, da ist der Eingang, da sind wir hergekommen. So, wenn ich das richtig sehe, müsste der Warning Level ja dann wieder auf 0 zurückgehen, so um 16.14 Uhr. Ich muss gerade hier, ehrlich gesagt, an diesen... Ich habe den Film nicht gesehen. Wie hieß der? Wo diese Monster sind, die sofort aggro werden, sobald du halt sobald irgendwie das kleinste Geräusch machst. Ich habe halt irgendwie... Das ist auch so, so ein Worldbuilding-Albtraum, das Ding. Oh, wie hieß der Film? Ich meine einen Film, wo irgendwie so postapokalyptisch, weil irgendwie Monster erschienen sind, die halt sofort omnipräsent sind, sobald Geräusche gemacht werden. Also da ist irgendwie so eine Familie,
die zu Hause dann auch gebärdet, damit sie keine Geräusche macht und so. Und wo es ein Riesendrama ist, als mal irgendwie dann ein Glas runterfällt. So, gleichzeitig zeigt der Film aber irgendwie das, boah, das sieht auch cool aus. Gleichzeitig zeigt der Film irgendwie auch, dass du, wenn du in der Nähe von einem Wasserfall bist oder irgendeiner latinischen Geräuschquelle, du komplett safe bist. Da kannst du schreien, es ist egal. Und dann ist halt die ganze Zeit, dann fragen sich halt alle, wieso ist die Familie nicht dahin gezogen? Vor allem, wenn eine Geburt bevorsteht, die ja jetzt nicht gerade eine lautlose Affäre ist. Und ich denke mir halt so, das ganze Worldbuilding funktioniert nicht, wenn diese Monster auf der einen Seite so empfindlich sind, dass sie dich schon aufspüren, wenn mal irgendwo ein Glas runterfällt. Aber wenn du gleichzeitig, einfach nur bei einem jetzt nicht gerade großen Wasserfall, wirklich aus Leibeskräften schreien kannst, ohne dass dir was passiert, könnten diese Monster wären so überfordert in einer Großstadt. Wenn da überall Autos sind, das Vieh hätte eine maximale Reizüberflutung. Okay, die sind direkt daneben, ne? So, mehr ist jetzt auch gar nicht passiert. Es ist Silence. Nee, es ist ein anderer. Es ist ein anderer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich komme nicht drauf. Es sind, glaube ich, zwei Worte der Titel, aber ich komme nicht drauf. Aber ich denke mir halt so, das ist halt, wenn du unbedingt eine Katastrophe, also als Autor unbedingt eine Katastrophe haben willst, die Menschheit auslöscht, aber nicht zwei Sekunden drüber nachdenkst, ob das irgendwie plausibel ist. Weil dann fällt dir nämlich so eine Geschichte auch dann auseinander, wenn du so offensichtliche Lösungen hast für das Problem. Und die Charaktere sie halt einfach nur aus Dummheit nicht wahrnehmen. Jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß halt ehrlich gesagt leider gerade nicht, wo wir am besten hingehen. Ich habe noch keinen Schatz gefunden und nichts. Ist mal irgendwie näher und weiter nach oben. Wo ist dieses tolle Among Us-Portal? A Quiet Place, ja genau, das war der. Das war der. Wie gesagt, ich habe ihn selber nicht gesehen. Es ging halt nur nebensächlich um den Film, aber es ging halt irgendwie darum, wie Filmkritik funktioniert oder funktionieren sollte. Da ist ein Shrieker. Es ist nice, dass man sie dass man sie so erkennen kann. So, pass auf. Hier ist schon wieder eine scheiß Fledermaus.
Okay, der erste Timer war schon abgelaufen. Nee, eins. Eins ist schon, müsste schon weg sein. Aber womit habe ich den ausgelöst? Scheiß Fledermaus. Nee, die Fledermaus kann die Sensoren auslösen, aber sie kann nicht die Shrieker auslösen. Also hat tatsächlich auch Slicedline wohl jetzt nochmal in einem Video was zu gesagt. Also Shrieker werden nur durch Aktivitäten ausgelöst, die der Spieler unternimmt. Also auch wenn hier mal irgendwie sich ein Monster rein verirrt, die spawnen ja hier normalerweise nicht. Wie gesagt, die lösen die Sensoren aus, aber die Sensoren geben das Signal nicht an die Shrieker weiter. Achso, das ergibt mal gar keinen Sinn. Ja gut, wenn die Sensoren unter Umständen halt Fledermäuse als Umgebungsgeräusch erkennen und deswegen es nicht als ein Fall für den Warden betrachten. Wir wissen ja auch nicht, ne, wir wissen nicht, woher der Warden kommt, wir wissen nicht, was seine... ist er das Verteidigungssystem dieser Stadt, was sich gegen seine Bewohner gewandt hat? Oder haben versucht, die Bewohner sich vor dem Warden zu beschützen? Aber es scheint, aber da macht es Sinn, dass es nur auf Menschen gemacht ist, Dinge reagiert, weil es aus irgendeinem Grund ja anscheinend die Bewohner der Stadt ausgelöscht hat. Und wir gehen ja mal davon aus, dass die Bewohner dieser Stadt Menschen oder zumindest menschenähnlich waren. Was mit anderen Mottos? Deep Dark braucht XP, um sich auszureiten. Ja, gut, aber das Deep Dark scheint auch eigentlich eher... Es scheint ja eigentlich eher zu schlafen praktisch. Und ja, es breitet sich durch XP aus, aber das heißt nicht, dass es von sich aus sich verbreiten möchte. Es könnte ein Nebeneffekt gewesen sein. Also wenn es irgendwie pilzbasiert ist, Pilzsporen gedeihen vor allem auf Dingen, die mal gelebt haben. Also ich glaube sogar nur auf Dingen, die mal gelebt haben. Okay, ich sehe halt leider keine Shrieker mehr. Ich habe irgendwie gedacht, dass hier mehr Shrieker sein müssten. Vielleicht sollte ich auch mal anfangen, aktiv die Sensoren zu blockieren. Okay, wo bin ich? Ich finde gerade nicht. Dafür, dass Bini eine Zitronenscheibe essen muss, wenn er nur 5 Herzen hat. Fun Fact, wir haben sogar Zitronen da, weil wir Ingwer-Shot gemacht haben. Ding ist, ich will die Sensoren eigentlich nicht zerstören, wenn ich nicht muss, weil das sind ja Redstone-Komponenten. Ich weiß noch nicht, was man mit denen Tolles machen kann, aber... Ich meine, es ist drahtloser Redstone. Moin Panda, willkommen zum Stream. Wie weit... Wie weit reichen Geräusche?
Steep Dark wird als biologisches komplett Sinn ergeben. Es wäre so eine Fliegenfalle. Es trackt Lebensmittel, die Nährstoffe in Form XP haben. Wenn das gefunden wird, kommt der Warden und sorgt dafür, dass die Nährstoffe aufgenommen werden. Wenn das nicht auf Nobs reagiert, wäre das komplett dumm. Das geht aber davon aus, dass das Skulk einen natürlichen Ursprung hat und nicht vielleicht ein Experiment ist, was schiefgegangen ist. Wenn es ein natürlich vorkommender Organismus ist, dann hast du recht. Selbst wenn, also es kann ja durchaus sein, dass es zyklisch arbeitet. So, jetzt mal ganz ehrlich, wie weit reichen die Laute? Beziehungsweise... Das müsste ja safe sein, oder? Weil die Wolle ja in alle Richtungen ist dann abblockt, bis auf nach oben. Kann sich weiterentwickeln. Aber das stimmt, aber das wissen wir halt alles nicht. Machst du das dann auch? Ganz ehrlich? Ich muss dann zwar unter Umständen mit der Facecam gucken, weil es ist ja auch sinnlos, wenn ich das euch nicht zeige, aber wenn wir das so machen, dann von mir aus esse ich dann auch eine Zitronenscheibe, wenn ich im Laufe des Streams irgendwann mal auf unter 5 Herzen komme. Wie war das? Die Hacke kann auch genutzt werden, um Wolle abzubauen, richtig? Das ist doch irgendwann mal gemacht worden. Okay, nee, schade. Wir müssen jetzt im Chat sehr laut sein, damit der Warden kommt. Skulk Detector, ja, und ich möchte aber auch gerne... Sky Catalyst. Nein, ich möchte den anderen. Die andere Schulkerbox. Pass auf, wir müssen die Sachen hier mal. So. Imagine, du müsstest auch leise reden oder gar nicht reden, wenn du in einem Freaker bist. Das wäre schon irgendwie cool. Also not gonna lie, das wäre lustig. Halt gerade für Streamer. So, wir müssen jetzt ganz leise sein. Das wäre lustig. Wobei, es wäre halt uncool als Streamer, wenn du halt gar nicht mehr reden könntest, aber wenn du halt flüstern müsstest. Es gibt ein Add-on für einen Voice-Chat-Mod, mit der Skulk auf deine Stimme reagieren kann. Okay. Das kann man auch für Redstone bestimmt lustig nutzen. Ist hier ein Shrieker? Hier sind so viele Sensoren, aber ich sehe so wenige Shrieker. Das finde ich ein bisschen sus.
Da wäre er Ultimate Ars im Herdash. So, die zwei können aufeinander reagieren, aber wenn ich zu spät den da abbaue, müsste er ja eigentlich nicht weitergehen können. Also höchstens nach oben. Genau. Habe ich ja recht. Ich finde es auch erstaunlich, dass das Deep Dark halt impliziert diese Schwarmintelligenz ist. Dieser riesige Organismus, aber es reagiert nicht darauf, dass man darauf rumläuft. Es reagiert nur auf Geräusche. Wenn du keine Geräusche machst, ist es blind. Habe ich hier Efficiency drauf? Ja. Das wollte ich nicht. Da kommt einem das Instant Mine ein bisschen in die Quere. Schon ähnlich wie Zellen teilweise funktionieren. Ja gut, das war ja auch, glaube ich, auch so ein bisschen der Vibe, den Mojang erzeugen wollte. Wie ist das? Generiert Wolle abbauen normalerweise Geräusche? Ich meine, Wolle platzieren geht ja auch. So, wir trinken kurz. Ist so aus, ja. Wir brauchen gleich mal einen isolierten Sensor. Da bist du. Aber du scheinst isoliert zu sein. Du kannst es nicht weitergeben. Müssen wir überhaupt schleichen gerade? Hier sind sehr viele Skalk-Sensoren. Ist das, geben Skalk-Sensoren aneinander weiter oder nur? Weil sonst würde ja eine richtig krasse Kettenreaktion teilweise entstehen können. Wirst du jetzt 5G in deine Welt integrieren, wo du so die Sensoren hast? Können sie mal probieren. So, pass auf, wenn ich jetzt die abbaue. Interessiert den Sensor nicht. Also Wolle abbauen ist okay. Okay, das war einer, aber der andere Timer ist auch abgelaufen. Wo ist der? Wo ist der Shrieker? Hier. Sind zwei. Den weg. Also der ist zumindest schon mal neutralisiert. Können den ja trotzdem mal behalten. Falls wir den Warden aus irgendeinem Grund absichtlich beschwören wollen.
Okay, das hat nichts ausgelöst. Das aber. Zwei. Ja, in der Tat. Also ist da drüben noch ein Shrieker. Aber wo? Einmal fallen darfst du. Nee, im Moment. Beim dritten Mal kommt er ja schon. Beim vierten Mal? Nee, ich meine beim dritten Mal. Ich würde es auf jeden Fall nicht drauf ankommen lassen wollen. Da ist ein Shrieker. Du Sau. Aber das ist, glaube ich, nicht, oder? Ist es der? Der muss aber durch 10 Ecken gegangen sein. Natürlich, da ist natürlich genau. So, theoretisch dürfte der ja das jetzt nicht weitergeben können. Habe ich vorhin den. Ja, Skulk Yeller hatte es übersetzt. So. Wieso hat das jetzt da hinten was ausgelöst? Das verstehe ich nicht. Oder ist das hier eine Lücke? Beim vierten Mal. Ja gut, dann sind wir ja noch safe. Ich fühle mich aber nicht safe. Das ist kein Darkness-Effekt, nein. Skullshrieker 4 times. Okay, das ist eigentlich ziemlich. Hier ist noch einer. Das ist schon eigentlich sehr, sehr gnädig, finde ich. Das ist das Blöde, ist das hier, ist die Lücke. Vielleicht lüge dich ja auch an, damit du glaubst, du wärst sicher. Ich dachte, das würdest du nicht tun. Hier ist noch ein Shrieker. Auf einmal finde ich auch sehr viele Shrieker. Not gonna lie. Ich würde sowas nicht tun, wenn ich mitspielen dürfte. Mhm. So läuft das also. Na.
Wir haben auch vorhin gar nicht die Kiste geöffnet, ne? Danach sind wir abgelenkt worden. Bin mir sicher, du überlebst den Stream und wirst nicht mehr unter die 5 Herzen kommen. Ganz ehrlich, theoretisch müsste ich einen Totem bei mir jetzt in die Offhand packen. Einfach, weil gegen den Warden ist der Schild eh sinnlos. Ich glaube, du kannst einen Treffer abblocken inzwischen. Ich weiß nicht, wie der letzte Stand da war, aber spätestens danach ist der Schild halt auch geblockt. Und so glaube ich sogar noch länger als bei einem Brute. So, theoretisch dürfte er von dem hier nicht... Ha! Ich finde es cool, wie sie Wolle halt hier eingesetzt haben, dass man damit halt wirklich die Vibration abblockt. Drei. Aber zwei müssten gleich weggehen. Ist hier drüben noch ein Shrieker. Ach du Scheiße, hier ist ja Shrieker Party. Aber wie ist das Signal durchgekommen? Wobei, warte, durch normale Blöcke geht's durch, ne? Wenn du Untertitel anmachen wirst. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Die Untertitel können dir das ja mal genau sagen. Erstmal sorgen wir für Wolle. Ich möchte jetzt erstmal die Kiste da drüben aufmachen und die Wolle holen. Bei mir ist ja auch noch Wolle, aber die will ich mir eigentlich nicht nehmen. Ich sehe leider auch nicht, ich kann nicht sehen... Da drüben ist der Eingang. Okay, hier ist safe. Ich finde, man muss halt aufpassen, dass man hier nicht versehentlich den Skulk noch Insta meint. Ist auch noch einer.
So, theoretisch müssten wir jetzt wieder auf Stufe 1 sein. Komm schon, das muss jetzt aber safe sein. Vorausgesetzt, man baut den richtigen Block ab. Danke, so. Ich habe mir auch die Sounds eingeprägt, ich kann es auch ohne Untertitel sagen, auf welcher Stufe bist. Dafür musst du nur einen Shrieker aktivieren. Passiert sicher auch noch. Wie ist das? Wird Sound durch Diagonale? Okay, alles gut, alles gut. Ja, tot ist. Also wir müssen wirklich jede Sichtlinie unterbrechen. Einigermaßen schöner Test, ob meine Ohren wieder funktionieren. Na ja gut, das sollte den Warden verwirren, was du beschreibst. Man kann einfach eine Glock aus zwei Observer bauen und auf beiden Seiten eine Trapdoor machen, dann ist der Warden handlungsunfähig. So, das habe ich vorhin hier gebaut. So, damit sollten die nur noch ein Signal von oben empfangen können. Die Frage ist halt, geben sie eins nach oben weiter? Pass auf, da drüben das Gebiet haben war ja safe. Das heißt, da können wir kurz unsere Wolle auffüllen. So, und wir müssen auch gleich wieder auf Stufe 0 sein.
Ich freue mich, wenn wir es mit Sneak haben. Ah, okay. Du hast also... Alles klar. Ja, wir letzten Stream bekommen, wie gerne sich, wenn die Sachen schwerer macht. Nee, Leute. Aber das Ding ist, das müsste ich ja bauen, wenn der Warden schon da ist. Aber sonst riskiere ich ja nur, dass ich die Shrieker auslöse. Oder ich baue halt gezielt einen Ort, wo ich mich zurückziehen kann, wo der Warden halt abgelenkt wird. So, halt normale Blöcke die Vibration ab. Ich glaube ja nicht. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Ist ihm bewusst, spawnen in eine Falle locken, damit kein weiterer spawnt. Ja, aber ich glaube, so riesig ist der Radius nicht, oder? Also indem ein Warden einen weiteren Warden unterdrücken kann. So, hier sehe ich nichts weiter an. So viel dazu. Also da drüben ist irgendwo noch ein Shrieker. Müssen jetzt wieder bei 1 sein. Aber wo ist denn hier noch einer? Das war der Sound für 1, genau. Wo soll denn hier noch ein Shrieker sein? Also, Sensoren sehe ich. Und der hat das Signal irgendwo hier hin weiter gegeben. Ah, durch die Lücke? So, jetzt müssten wir theoretisch die zwei zerstören können. Hä? So viel zum Thema, das ist die 1. Ja, hä? Wüsste ich jetzt auch gerne. Wo ist der Ausgang? Einfach weitergehen. Aber es wird danach wieder zurückgesetzt. Wenn er sich wieder verbuddelt, richtig? Da ist er. Das sieht einfach aus wie ein Wendigo. Nein, es wird nicht zurückgesetzt. Dann sollten wir vielleicht eine Pause machen und nichts tun. Jeder Shrieker, den du auslöst, spawnt dann direkt einen neuen. Ja, geil. Aber ich glaube, ich habe ihn verloren. Also die Spezialattacke von Sans machen. Genau.
Hast du ihn verloren oder er dich? Er ist irgendwo da drüben. Ich weiß halt leider nur nicht mehr, wo der Ausgang ist. Ah, ich glaube, ich weiß, was... Wobei, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Kann es sein, dass sich nur der Stack nur als Ganzes zurücksetzt? Also nach 10 Minuten sich alles zurücksetzt, aber wenn du halt davor was auslöst, dass sich dieser Timer resettet und nicht jede Shrieker-Entdeckung einzeln? So, jetzt kann ich ja, also brauche ich ja eigentlich gar nichts mehr zu machen, weil jetzt kann ich eh nichts mehr machen, ohne dass der Warden auf mich reagiert. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich bin. Da ist der Ausgang. Bei 10 every 10 minutes. Also dann müsste es ja einzeln despawnen. After a warden is summoned, a player's warning level does not reset. Ich würde mich jetzt am liebsten gerade mal in so eine Wollgeschichte da einbauen. Aber ich habe halt ein bisschen Panik, dass dann trotzdem der Warden mich irgendwie findet. Eventuell wird der Type aber trotzdem zurück. If a player does not activate any Skulk Shrieker, okay, ja. Dann resettet sich der Timer. Das heißt auch, dass ich jetzt theoretisch eine halbe Stunde warten muss, bis ich wieder irgendwas machen darf. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr mit dem Delta-Pack, was die Stufe anzeigt. Ich wäre auch ehrlich gesagt überrascht, wenn das Mini-Hut nicht könnte. Allerdings bin ich gerade vorsichtig, weil ich auch diese Mod drin habe, dass ich mich bewegen kann, während ich im Inventar bin. Und das heißt, dass man auch problemlos mal eine Aktion auslöst. Also ich glaube, die Mod nehme ich auch wieder raus, wenn du im Menü bist. Also ich kann mal kurz gucken. Infmove. Kann ich das deaktivieren? So, aber dann sollte das nicht mehr gehen. Wenn ich jetzt sage Mini hat. Info Lines. Warning Level. Nö, sieht nicht so aus. Könnte man das anzeigen lassen? Shrieker Warning. Nee. Zum einen am Warden ist der, wenn du zu nah dran bist, verschwindet er nicht, weil er dich nicht bemerkt. Wenn du so weit wächst, verschwindet er nicht, weil er nicht geladen wird. Aber so weit dürfte ich nicht weg sein. Also das sind ja über 100 Meter.
Ja, das war auch ich. Also hier war ich schon. Wenn du keine Sounds mehr von geworden bist, scheint es schon ziemlich weit weg zu sein. Dann hört die Anwesenheit von einem schon teilweise sehr weit. Das stimmt. Ich habe eher die Sorge, dass ich jetzt wieder jemanden beschwöre. Hallo Skelett. Wenn ich jetzt irgendwas mache. Deswegen ist das Einzige, was ich jetzt mache, rumlaufen und Wolle verteilen. Auf welche Distanz kann der Warden einen riechen? Weil auf naher Distanz riecht er ja. Kann man vor sich über den Ozean gefahren bin und ich einen Warden höre. Das ist schon krass. Meine Ozean-Level ist ja 63. Ich will Swift Sneak haben. Also es ist total irritierend, dass halt die Catalysts halt diese Box drumherum haben. Der Pisser wollte auch nicht die spawnen, weil ich da lang gefahren bin, hatte ich Angst um mein Leben. Ja, warum machst du denn auch sowas, dass der gefährlichste Mob im Spiel überall spawnen kann? Bist du jetzt aber irgendwie selber schuld? So, das Ding ist, ich will sie halt echt nicht komplett abdecken, weil ich sehen will, ob's, was es halt ist. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Das ist halt auch das Problem. Ich glaube, hier waren wir vorhin. Hier war der Lavasee.
Das ist hier. Hype auf dem Warden und nur sehr schlecht. Weil es angekündigt wurde und dass er schlechter wird. Und neue Sachen und ist dann neue Sachen neu generiert. Auf jeden Fall zwar mehr wertvoll Erz, aber dafür gibt es noch riesige an auf dem Warden zu treffen. Ja, das war glaube ich auch so ein bisschen das, was sie. Beziehungsweise das Deep Dark ist halt schon. Vor allem, sie haben es ja auch ewig aufgeschoben. Und es hat sich, finde ich, nicht so krass verändert im Vergleich zu dem, was sie uns vorher ewig gezeigt haben. Ich bin versucht, die Kiste aufzumachen, in der Hoffnung, dass Swift Sneak drin ist. Weil eigentlich ist das Gebiet hier, müsste ja eigentlich safe sein. Aber ich bin jetzt halt komplett paranoid, weil wir gerade den Warden einfach schon hatten. Und es war nicht geplant. Hier auch nur irgendwas, was vage aussieht, als könnte hier ein Dings sein. Ja gut, wie empfindlich hast du denn dann bitte die Shrieker gemacht und die Sensoren? Aber wenn du nicht in die Höhlen gehst, sollte ja eigentlich nichts die Dinge auslösen. Okay, also ich würde behaupten, der Warden ist weg. Weil der war hier in der Ecke. Der Warden spawnt dort ohne Deep Dark zum Data weg. Ja, aber dort ist doch gesagt unter Höhe 0. Aber was, aber es, also es war im Prinzip random, also es gab keinen Auslöser. Weil das ist nicht das, was präsentiert wurde. Also es wurde schon gezeigt, dass es diesen Auslöser gibt, dass du halt auf das Deep Dark triffst. Ich meine, gut, ich glaube, außerhalb der Bergregion findest du das Zeug ja auch gar nicht. Das Ding ist, random ist aber auch einfach nicht cool. So, lass mal kurz schauen. Ich muss mal kurz in den Chatverlauf sehen. Vorausgesetzt, OBS lässt mich. Okay, wir haben vor 15, 16 Minuten haben wir den Warden ausgelöst. Das heißt, noch könnten wir, wenn ich das richtig ausrechne, immer noch versehentlich einen neuen Warden beschwören. Ich verstehe halt nicht, auch nicht so ganz, wie sich der Schall verbreitet. Ja, wenn das Ding ist, wenn er dann halt so neben so einem Deep Dark Block steht, also so einem Skulk Block, der den Schall weitergibt, ich kann ihn ja nicht zerstören, ohne dass ich die Sensoren trotzdem trigger. Aber hier habe ich ja Wolle wie blöd platziert.
Also so willkürlich wie der Warden, also wie das jetzt funktioniert hat vorhin, möchte ich halt eigentlich gar kein Risiko eingehen. Ich glaube, da ist eine Lücke, ne? Wegen dem Catalyst. Ich habe so geskriptet, dass jede Hexe, die spawnt, eine 1 zu 5 Wahrscheinlichkeit hat, dass sie sich in einen Warden zu hören. Also die Hexe wird nach dem Warden direkt durch einen Warden. Okay, das ist aber auch fies, weil der Warden kündigt sich ja wenigstens noch an. Der Warden gräbt sich ja wenigstens aus dem Boden raus. Das ist halt auch fies. Hier ist eine Slab. Ich kann hier nichts draufsetzen. Einfach hört man das auch sofort. Ja, aber hat man auch eine Chance, irgendwie sich in Sicherheit zu bringen? Wir müssen irgendwo einen Anfang finden. Wir laufen hier so ziellos rum gerade. Zunächst ist man einem ja nicht direkt ins Gesicht. Wir wollen ja auch nicht direkt, wo du bist. Ja, und der Warden ist natürlich, ja, durch andere Monster wird er natürlich abgelenkt, das stimmt. Also die KI des Warden ist halt auch schon sehr darauf konzipiert, dass er sich in diesem Gebiet aufhält. Ich habe auch noch nicht das Among Us Portal hier gesehen, das enttäuscht mich so ein bisschen. Ausgang. Ich traue mich auch keine Leitern zu steigen gerade. Dann sehe ich die Leitern, hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Ja, wenn du so stark nach Wahrscheinlichkeiten arbeitest, dann ist es halt auch nicht mehr die Schuld des Spielers. Also gerade bei einem Monster, was so mächtig ist wie der Warden. Richtig heftig wäre es natürlich gewesen, wenn sie gesagt hätten, er tötet andere Monster nicht, sondern er assimiliert sie. Welche Mobs spawnen, was die Frustung. Ja, aber Mobs, also normale Zombies sind halt auch nicht so OP wie der Warden.
Ich habe zu wenig Wolle. Ich brauche Swift Sneak. Das wird langsam echt, ist echt cool. Tees Live, danke fürs Re-Abo. Nasenbär. Wer? Ich doch nicht. Der Warden. Ja, das stimmt. Wobei, hier sieht er halt mehr wie ein Wendigo aus. Ich will Swift Sneak. Hydrieren. Das ist jetzt fies. Ich müsste jetzt auf leeren Magen trinken. Ja, trotzdem danke fürs Reinschauen, Thies. So, wo ist das sehr flauschige Zeug? So, pass auf. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Versuchen wir irgendwo einen Anfang zu finden. Können wir hier was platzieren? Das ist schon riskant gewesen. Gut, hier ist sehr viel Wolle, aber trotzdem. So, da oben ist nichts. Wir müssen anfangen, hier dem Warden mal die Sicht zu nehmen. Weil er fährt ja auch von Sensoren, oder? Er fährt von Sensoren, wenn ich die triggere, wo ich bin. Hier ist noch ein Shrieker. Natürlich direkt vor einem Catalyst. Aber ich meine, der Shrieker alleine empfängt ja kein Audiosignal. Die Frage ist, wenn ich den Catalyst zerstöre, triggert dann irgendwas anderes, irgendein anderer Sensor hier den Shrieker. Das ist halt das, was ich jetzt gerade schlecht abschätzen kann. Wobei, hier ist frei, oder? Ha. Wer würde gewinnen? Ein Shrieker, der ein Höllenmonster spawnt? Oder ein bisschen Flauschezeug?
Rauschezeug natürlich. Gesprochen wie ein wahrer Furry. Eine Warnung einfügen, wenn der Warden in einer Minute auftaucht. True, so macht das Terraria auch. Also ein bisschen subtiler, aber so macht das Terraria, wenn da mal random Bosse spawnen. So, pass auf, wir wollen, dass der Sensor, wenn wir jetzt diesen Shrieker zerstören, das Signal nicht weitergeben kann. Oh, oh boy. So, es ist jetzt, es ist jetzt durch eine halbe Stunde vergangen, seit der Orden da war. Aber es ist mir eigentlich immer noch zu riskant. Ich hätte in Minecraft aber auch gerne Command-Blöcke, die aber gebalanced sind. Ja gut, aber Command-Blöcke, also das ist halt... Was willst du da balancen? Also, wenn du normale Nachrichten, okay. Wenn du die darüber schreiben willst. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Was? Es gab doch eine Schonfrist. Wenn du einen Shrieker ausgelöst hast, dann ist ja das Level geht erstmal um 1 hoch. Und ich glaube, da gibt es auch einen kurzen Lockout, in dem das Level nicht nochmal steigen kann. Also nach allen Regeln der Kunst sollte, wenn ich hier das Ding zerstöre, nur der da ein Signal kriegen. In alle anderen Richtungen ist Wolle. Und der da ist auch komplett abgeschirmt. Aber ohne mein aktuelles Warning Level zu kennen, kann man auch nicht mit F3 auslesen, oder? Pass auf. Options. Accessibility Settings. Spooknator, what? Nein, ich will, Ninja-Text. Ich will sagen, oh, die können die interessanteste Frage, ich komme an Blöcke. Funktioniert das Piano? So, das müsste ja jetzt das eigentlich sein. Kann ich es jetzt an irgendwas testen? Nicht ohne, dass ich es auslöse, ne? Natürlich generiert der Skulk-Shrieker haben einen 10-Sekunden-Countdown pro Spieler.
Hot Sauce Pups, okay, ja, das funktioniert. Also, das Ding ist, kannst du auch, wenn gleich da was steht und es steht in Lolcat da, kannst du es dann auch zu der Phase zuordnen? Oh, ja, oh, ne? Pass auf, wo ist? Da ist der Ausgang. Ja, es gab keine Übersetzung, hat bestimmt auch nicht. Skulk Yeller, Skulk Detektor. Also ich glaube, das hat schon eine Übersetzung. Warden approaches, Warden advances, Warden draws close. Ja gut, wir wissen aber nicht, welche Worte dann in Lolcat verwendet werden. Das ist natürlich doof. Ja, in der Tat. Spooky Sound. Ich trau mich nicht. Ich will nicht. Der Ausgang ist da. Notfalls kann ich rausfliegen. So, ich sehe aber auch keinen anderen Shrieker hier in der Ecke. Skulk-Detektor, stop clicking. Okay, der hat auch nichts anderes ausgelöst. Das heißt, den müssten wir zerstören können. Genau. Ohne, dass das ein Problem darstellt. Okay, ich muss dazu sagen, ich glaube, wir müssen das so machen, dass, wenn ich eine andere Sprache aktiviere, ich auch die Untertitel anmache, einfach weil es lustig ist, was da steht. Pass auf, nur um sicher zu gehen, dass auch wirklich gar nichts auf die Idee kommt, dass hier etwas sein könnte. So, wir gucken uns nochmal kurz um. Und dann fangen wir an, hier die Sensoren hier nacheinander zu eliminieren. Da drüben, die sind nicht bedeckt. Also nicht mehr weiter rumeiern. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir das Gebiet hier erobern.
Weil es Fragen, die nicht Lolcats sind oder so ähnlich, sollte das interessant sein. Ach, ich kann mir auch vorstellen, dass das eine gute Möglichkeit ist, Latein zu lernen. Snack Speedruns 1 und Snack Speedruns 2. Okay, wow. Spinny Thing. Also wenn das Öffnen kein Problem ist, dann sollte das Abbauen auch kein Thema sein. So, wir wissen auch gerade, dass das hier kein Thema ist. Ganz ehrlich, Potion of Regeneration benötigen wir für nichts. Spinny Thing, bist es nicht du? Ja, dachte ich auch gerade. Ah, hier sind noch zwei. Sieh einer an. Drei sogar. Ist der. Ach, okay, das ist über ein Catalyst, ne? Hier ist sogar noch eine Kiste. Das Item hat den Namen Kompass. So, ich platziere jetzt überall da, wo so ein Ding war, einfach eine Lampe, einfach, dass wir ein bisschen mehr Licht hier in der Ecke haben. Irgendwas hat das getriggert. Okay, hier fliegt wieder nur Dings rum. Schön, wenn die Uhr diesen Namen gehabt hätte, dann hätte ich dich jetzt als Uhr bezeichnen können. Reicht dir nicht, wenn du mich als Kompass bezeichnen darfst? Danke, Fledermaus, dass du mich darauf hinweist, dass hier Dinger sind, die ich loswerden möchte. Flying Red Christ. Okay, es war nicht ich. Ich dachte schon, seit wann. Das sollte sie. Wird zwar nicht komplett isolieren, aber zumindest. Größtenteils.
Kann dieses Scheißvieh bitte hier nicht rumfliegen? Gut, es, wobei das ist eigentlich geil. Wenn man weiß, dass das nichts tut, kann man das nutzen, um rauszufinden, wo noch mehr Sensoren sind. Und dann sieht man nämlich, dass hier ganz viele sind. So, durch den Block erkennt, wird er aber die Vibration wahrnehmen, oder? Der Name soll seine Spezies, es bin ich der Kompass. Was war hier drunter? Hier war ein Shrieker. Pass auf, den Katalyst zerstören wir auch. Wir nehmen einfach alles mit. Das dauert zwar ewig mit der Spitzhacke, aber sei es drum. Repeat Torch Thingy. Snack Speedrun 2. Round Loud Thing Cat. Okay, das ist eher. Also theoretisch könnten wir jetzt Swift Sneak 3 uns machen. Aber will ich das? Ich meine, auf Hosen geht ja jetzt nicht so viel drauf. Ich würde mich langsam gerne mal in einer angemessenen Geschwindigkeit fortbewegen. So, da drüben ist, glaube ich, safe genug, dass wir einen Amboss benutzen können. So.
für Free Slot, aber ich will eigentlich nur das. Ich will es ja eigentlich da wegbewegen. Ja, jetzt hat er sie nämlich hier reingetan. Das ist mein Problem mit. Also mit Items zurücklegen, das funktioniert im Moment nur sehr bedingt. So, Snack Speedrun 2. Aber ganz echt, Soul Torches müsste ich eigentlich nicht mitnehmen. Der Spinny sich ja jetzt auch als Kompass identifiziert, kann er das ja jetzt in seine Twitter-Bio schreiben. So. Snack Speedrun. Ganz ehrlich, ich lasse den Amboss einfach hier, glaube ich. Oh! Oh, ist das geil! Ah! Wundervoll! Schleichen ohne die Nachteile des Schleichens. Ist das nicht wundervoll? So, jetzt fühle ich mich auch wesentlich sicherer, falls der Warden nochmal kommt, weil ich jetzt weiß, dass ich halt mich einfach schnell verpissen kann. So, ich erpasst. Wir haben jetzt Swift Sneak 3, also ich habe die beiden Zweierbücher mich zusammengepackt. Dementsprechend sind wir jetzt schnell unterwegs. Fast as fuck, boy. So, in der Richtung dürfte kein Shrieker, kein Dings mehr sein. Skulkyella, ah! Blue Shrek is near you. Blue Shrek is near you. What? Aber was hat das jetzt ausgelöst? Also an wen hat er das denn weitergegeben? Okay, da war noch eine Lücke. Der Warden ist also Blue Shrek. Ja, ist er. Wundervoll, nicht wahr?
Welche Pronomen verwendet denn ein Kompass? Hier bist du. Hallo. So, Blue Shrek. Ah, meine Fresse. Irgendwie macht das Mausrad gerade wirklich was. Das will nicht klicken nur. So, das wird immer schlimmer, leider. Will ich das riskieren? Die sind alle blockiert, aber ich traue dem Ganzen nicht. Okay, das hat zum Glück nichts getriggert. Sehr gut. Reagier nicht auf Entities, die, also nicht auf Items, die drauffallen, ne? Nur auf Mobs. So. Sind zwei. Es nimmt langsam Überhand. Jetzt sind es schon zwei von ihnen. Genau, dass du reagierst, ist klar. Fällt auch gerade auf, es macht gar keinen Unterschied, dass ich die Bücher zusammengefügt habe. Es hat eine Prior Work Penalty auf 1 gehabt, das ist okay. Die Hose müsste eigentlich genauso viel oder mehr gehabt haben.
Weil ich musste ja auf jeden Fall Mending auf die Hose packen. Also per Buch. Ja gut, die Frage ist doch, welchem Geschlecht fühlt sich der Kompass zugehörig? Davon würden ja dann die Pronomen auch abhängen. Ich sehe schon die News. Ultimate Spindash, heimlich transphob? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Okay, du bist ein Shrieker. Du solltest kein Sekunden. Bleibt der hier noch? Nichts von Blue Shrek? Aber irgendwo ist hier noch einer, meine ich. Das war aber nicht ich. Hat es hier die Dinger getriggert? Weil die durch den Skulk halt nicht isoliert sind? Warte, ich glaube, einer davon war doch auch ein Shrieker, oder? Nee, es sind zwei Sensoren. Das war leichtsinnig. Shrek, was würde passieren, wenn der Shrek zu viel trinken würde? Aber bis jetzt noch kein Enchanted Golden Apple leider. Und ich glaube, wir sind auch nicht in der richtigen Art von Stadt, oder? Weil ich habe noch nicht das Among Us Portal gesehen. So. Gut, vielleicht würden wir es sehen, wenn wir die Shader nicht anhätten. Ich weiß nicht, ist das Portal in jeder Ancient City präsent?
can take this off. Land Pickle. Warte, weil es ne Dings ist. Weil es eine Kerze ist und es aussieht wie eine Seegurke, ist es eine Land Pickle. Gut, Name Tags. Richtig, ist doch logisch. Ja, irgendwie schon. So, das Ding ist halt auch total nutzlos für uns, der Echo Shard. Potion with your levels. Was will ich mit Kerzen? Ich weiß nicht, was ich mit Kerzen machen soll. Item wegschmeißen generiert doch kein Geräusch, oder? Warte, wir machen einmal kurz. Aber warum ist eine Seegurke nicht eigentlich eine Wasserkerze? Das ist eine gute Frage. Doch, Item wegwerfen ist ein Geräusch, okay. Und jetzt, wo ich wieder was sehen kann, also nachdem ich mich gerade eingegraben und wieder ausgegraben habe, ist einfach die Framerate eingebrochen. Was soll das? Huch. Ich habe ja ganz vergessen. Und ich auch. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hatte ich die schon aufgemacht? So, ganz ehrlich. Das sollte eigentlich safe sein. Warte, was ist hier drunter? Shrieker, okay. Den zerstören wir zuerst. Weil der ist nicht von unten isoliert. Das heißt, wenn ich jetzt den Sensor zerstört hätte, hätte das den Shrieker ausgelöst. Ja,
Siehst du, der hat den nämlich jetzt ausgelöst, aber er kann es nicht weitergeben. Jetzt habe ich wegen dir so Bock auf Minecraft. Ja, was hält dich denn ab? Was hält dich denn ab, selber zu spielen? So, pass auf. Ich hätte, dass du streamst, aber das Minecraft scheiße ist, wie das Microsoft scheiße ist. Also Microsoft Games, ganz viele kleine Aspekte. Hört dieses Spiel kaputt an, wo ich eine kleine Existenzkrise bekomme. Sollen wir für dich mal was zusammenstellen? So, hier ist irgendwo ist da doch noch ein Sensor, oder? Verdammt, hier bewegt sich alles. Ah, hallo. Laut Round Piece und Boomerangs. Dies und Skull Catalyst. Ja, okay, die Horse Armor benötige ich nicht. So, wir haben zumindest noch irgendwie einen Banner zu verteilen, bevor wir hier verschwinden. So, wir platzieren hier mal gerade eine Ender Chest. So, das mit der Höhenavigation ist okay, aber wir benötigen das Glas gerade nicht. Wir können aber mal ein paar Kürbisse verteilen. Zum Beispiel auch hier. Einfach nur, damit wir wissen, dass hier ein Safe Spot ist. Thank you.
du beschreibst ziemlich genau das, was ich von der Weile auch beschrieben habe. Mich vermisse so ein bisschen, dass man die Farmen sich selber einigermaßen zusammenbaut. Deswegen möchte ich auch, also ich weiß grundsätzlich, wie eine Magma Cube Farm funktioniert, aber deswegen wollte ich ja das mit dem Spawner haben. Ich weiß, habe ein paar Sachen über die Eigenschaften von Spawnern, habe ich nachgeguckt, damit ich das optimal nutze, aber das eigentliche System, also ich, wie gesagt, ich weiß, wie es funktioniert, aber ich baue da jetzt halt kein bestimmtes Video nach. So, pass auf. Spiel. Boah, das hätte mir auch die Tage echt das Leben kosten können, wenn das Mausrad einfach dazwischen gegrätscht hätte. Pass auf, wir benötigen neben der Sende. Ganz echt, der Bogen bringt uns hier nichts. Das heißt, wir nehmen mal ganz kurz hier die Schere. Die hält eh nicht mehr lange. Wobei ich glaube, bei Wolle, wenn man Wolle abbaut, geht die, glaube ich, nicht kaputt, oder? Oder ist das nicht mehr so? Das war früher mal so. Was ist hier? Hier ist nichts mehr. Okay, in der Richtung ist der Ausgang. Und dann ganz mit Schulkerkisten eine Art Schulkermatroschka bauen könnte. Nein, genau, das geht ja nicht. Da ist noch ein Shrieker. So, pass auf. Hier dürfte jetzt eigentlich nichts triggern können. Ist auch so. So, pass auf. Ich habe 58 übrig. 57. Okay. Es ist. Da muss ich die Schere halt austauschen demnächst. Und mal eine Schere irgendwie mitnehmen mit Mending und so. Hallo, hier. Wow, hier sind sogar direkt zwei. Boah, ist das fies. Das ist. Ich glaube, das geht nicht, ne? Also, ich glaube, das kann ich nicht machen, ohne einen von ihnen auszulösen. Weil da in der Mitte halt das blockiert ist. Das ist ungefähr der Grund, warum ich die Create-Mod schön finde, weil halt ganz neue Sachen erfinden, weil der ist einfach so statisch und langweilig. Create ist halt auch schon geil, das muss man dazu sagen. Pass auf. So, das haben wir jetzt einfach mal in Kauf nehmen müssen. Aber damit müssten wir eigentlich jetzt auf Level 1 sein.
Sag mal. Ganz ehrlich, ich finde halt einfach, was Minecraft-Mods angeht, es gibt halt einfach ein paar Mods, die sind so übergreifend vorhanden, dass Mojang sie halt wirklich übernehmen sollte. Direkt oder indirekt. Und es geht also oft halt auch so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, dass du mit dem Tinted Glas Beaconstrahlen verdecken kannst, ohne dass du die Beacon damit außer Gefecht setzt. Es ist so ein winziges Ding. Und ich meine, das nutzen ja auch Content-Creator regelmäßig. Also da kann man auch, finde ich, mal dafür sorgen, dass das etwas ist, worauf man dann nicht jedes Mal warten muss. Und die Letten, ganz ehrlich, also 1.19 war ja schon leider echt, also wenn man denkt, dass der Warden und das Deep Dark halt eigentlich schon 1.18 drin sein sollten, war 1.19 halt wirklich eine Enttäuschung. Ich meine, wenn sie dieses mit dem großes Update, kleines Update mit dem Rhythmus beibehalten würden und dann die kleinen Updates ein bisschen mehr unter der Haube machen, da wird sich keiner beschweren. Aber, also zumindest keiner, dem man zuhören sollte. Aber halt, dann haben sie ja, wie gesagt, Features einfach aus so komplett fadenscheinigen Gründen rausgeschmissen. Und dann war vom Wild Update auch nicht mehr wirklich was übrig. So, jetzt kann ich wieder den Bogen nehmen. Wir reden ja auch von Leuten, die über 10 Jahre brauchen, um uns zu erlauben, Schilder zu behalten. Das verstehe ich halt auch nicht. Also egal wie beschissen Notch damals die Schilder gecodet haben sollte, das kann doch nicht so krass schlimm gewesen sein, dass das nicht früher ging. Ich glaube, Mods haben es ja auch schon viel früher gemacht. Und da ist es dann auch so Sachen, da kann mir auch keiner erzählen, ja, also Modder müssen sich auch an keine Designphilosophien handeln und nicht mehr so. Das hat nichts mit Designphilosophie zu tun. Das ist einfach ein Basic Feature. So. Da hat Mojang halt einfach echt gepennt. Hallo. Möchtest du mit uns über unseren Herren und Erlöser sprechen? Spinidi? Oder besser gesagt, na, Blue Shrek wäre es jetzt eigentlich gewesen. Blue Shrek. Ich frage mich, wer Lolcat, also wer pflegt diese Übersetzung? Also entweder muss das ja jemand ehrenamtlich machen für Mojang, oder es sitzt jemand bei Mojang, der Geld dafür kriegt, diese Übersetzung zu pflegen, die mit der weniger als 0,1% der Spielerschaft spielen dürften, geschweige denn, beziehungsweise wenn ihnen überhaupt bewusst ist, dass es das gibt. Oder klingonisch. Ich meine, ja, es gibt ein komplettes Institut, was eine klingonische Sprache entwickelt hat, die, glaube ich, auch in den Serien dann auch verwendet wurde. Also sie haben, glaube ich, das genommen, was ursprünglich kam, und dann haben daraus eine komplette Sprache entwickelt, und ich glaube, das wird dort inzwischen auch in den Serien verwendet. Aber das muss ja auch jemand immer updaten. Dass man Kisten nehmen setzen kann. Ja, das stimmt, das ging auch sehr lange. Ich meine, vor allem, es ging ja dann mit den Trap-Chests, damit konnte man es ja sehr faktisch sowieso. Weil die ja zwei verschiedene Items waren. Ich finde es auch erstaunlich, dass dafür das Update 1.18 so gut ankam, als es rauskam. Wird darüber kaum gesprochen, wenn über gute Minecraft-Updates gesprochen wird. Dann wird eher das Never-Update genannt. Aber die Leute wollten ja ewig lang ein Cave-Update. Und haben bei jedem Update gefragt, wo Cave-Update. Und die Leute waren ja auch eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was sie da bekommen haben. Also abgesehen davon, dass halt der Warden schon wieder verschoben wurde.
Und ich glaube, was Mojang halt auch wie sein Inventar-Update, also ich bin mir sicher, dass das Inventar-Update kommen wird. Also genauso wie das Cave-Update irgendwann kam. Aber ich glaube, Mojang wird es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht irgendwelche wieder total seltsamen Lösungen für die Sachen finden. Also spielt jetzt auch hier mit dem Zoom. Die Leute sind Optifine Zoom gewohnt. Und ich meine, es gibt eine Mod, die das so macht, dass wenn du das Fernglas in deinem Inventar hast, egal wo, kannst du es mit dem gleichen Hotkey triggern. Das wäre cool. Wird aber nichts daran ändern, dass das Fernglas in seinem jetzigen Zustand niemals ein Inventar-Slot wert sein wird. Außer du gibst uns halt irgendwie so ein Accessoire-Slot, wo du halt nur das reintun kannst, wo es dann halt auch kein Verlust ist. Weil ganz ehrlich, sonst werden die Leute einfach weiter Optifine nehmen. Aber der Preis, also mit unseren begrenzten Inventar-Slots, dann noch einen extra zu opfern für das Privileg, ranzoomen zu können, ist halt nicht drin. End-Update oder ein Remake vom End. Ja, da hat Mojang zugegebenermaßen echt ein Problem. Weil sie müssen es auf eine Weise machen, die mit alten Welten kompatibel ist. Das heißt, sie können die Kernelemente der Hauptinsel im End. Gut, sie haben schon mal das geändert mit der Anzahl der Türme, dass das ein bisschen uniformer ist. Das haben sie gemacht. Funktioniert auf alten Welten, glaube ich, auch nicht 100% reibungslos. Also da sind ja dann die neuen, wenn du dann den Drachen neu beschworen, sind ja dann die Pfeiler an den Orten gespawnt, wo sie halt dann auch gespawnt wären, wenn es halt eine neue Welt wäre. Snack Speed Run Free. Glowy Golden Apple! Wir haben unseren Fehler wieder ausgebügelt. Es sind sogar zwei. Also wenn das mal nicht worth war. Much Sharp 4. Ja gut, das brauchen wir nicht. Also das ist halt schon geil. Sie können jetzt erstmal temporär wahrscheinlich nicht so lassen, wie es gerade ist, aber eine Game Rule einführen, mit der wir es verändern können, das würde nichts wegnehmen. Ja, zum Inventar. Ja, the Game Rule. Das Ding ist, dass, ja, eine Game Rule wäre schon mal, finde ich, eine Möglichkeit, wobei das Nutzerinterface muss es ja unterstützen. Egal, wie viele Slots du hast. Und was man bei Mojang auch noch bedenken muss, sie müssen es ja, also ihre Updates kommen ja für jede Plattform zur selben Zeit. Und das heißt, sie müssen es halt auch immer zeitgleich funktionsfähig haben. Ich würde gerne hier mal anfangen, wieder Lichtquellen zu platzieren. Sollen wir ein bisschen was sehen hier? Pass auf, ich will mal ganz kurz, ich will sehen, wie das hier aussieht, ohne Shader. Ob wir dann auch vielleicht sehen, wo das Dings ist. Das Portal. Oder der Among Us. So, war hier nicht irgendwo schon eine Leiter gewesen? Du bist noch hier. Aber zum Beispiel auch, so wie ich es gemacht habe, mit der Game Rule, dass keine Phantome mehr kommen. Das Ding ist, wenn es einen gewissen Standard gibt, dann werden sich die Leute halt auch nicht wohl dabei fühlen, davon abzuweichen. Beziehungsweise halt, wenn sie eine Welt erstellen, davon was anderes einzustellen. Weil es dann sich nicht mehr legitim anfühlt.
Pass auf, hier können wir mal kurz. Aber ich fände zum Beispiel, was halt eine recht elegante Lösung wäre, das habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wäre, dass die Advancements halt bestimmte Charakter-Upgrades freischalten. Zum Beispiel dann hier, wenn man jetzt hat, hier Adventure und vielleicht auch The End, dass man da vielleicht sagt, für bestimmte Advancements kriegst du Inventar-Slots, irgendwie so eine extra Reihe oder so. Von mir aus können sie auch die Hotbar lassen, wie sie ist. Wobei ich es halt schon cool fände, wenn man zumindest noch einen 10. Slot habe. Selbst wenn der nur immer die Hand ist. Also die normale Hand, ohne dass du irgendwas ausgewählt hast. Das Endgewissermaßen war es besser. So. Ja, wobei auf den Inseln ist wenigstens gelegentlich was drauf. Aber ja, es bräuchte eigentlich sowas wie der Neta bekommen, dass du halt irgendwie halbwegs coole Endbiome auch hast. Und halt ein bisschen mehr als nur Enderman da rumlaufen. Aber ich sag mal so, es ist so viel Platz da. Also diese Lücke zwischen Insel und den äußeren Inseln ist ja 1000 Blöcke. Also da hast du Platz. Also es sind ja 1000 Blöcke in jede Richtung, glaube ich. Du hast Platz. Das ist nicht das Thema. Notfalls bombst du dir halt die Inseln auch weg. Wenn es so schlimm ist. Was ich halt meine, da kannst du auch so Upgrades machen, wie für bestimmte Kampf-Achievements. Kannst du halt auch sagen, okay, du kriegst ein 11. Herz. Oder irgendwie, vielleicht schaltest du frei, dass Beacons einen Absorption-Effekt erzeugen können. Den du ja sonst nur über goldene Äpfel und Totems kriegst. Was war das denn bitte? Worauf hat der denn jetzt reagiert? Ich meine, da war es halt so ein bisschen dann bei so Advancement-Geschichten, da muss man halt aufpassen, dass es halt auch auf Servern für alle verfügbar ist und nicht halt nur für den Ersten, der es macht. Also zum Beispiel das hier mit der das Ender-Ei, das Drachen-Ei, das kann ja nur ein Spieler besitzen. Und ich meine, klar, theoretisch reicht es, wenn du es einmal im Inventar hast, also wenn du Glück hast und der Spieler, der es hat, gibt es die einmal kurz weiter, dann können alle das Advancement haben, aber sonst halt nicht. Deshalb Elytra sind ja auch so eine Geschichte. Es gibt auch Server, wo dann, sobald das End freigeschaltet ist, gehen die Leute hin, holen sich einfach alle Elytras aus den Städten und horten die dann und verkaufen die. Ja, das kann gewollt sein, aber da die Dinger ja nicht... Das sieht nach dem aus, was ich suche. Ich würde behaupten, das ist unser Among Us. Also, ich muss leider echt sagen, wir kratzen hier gerade mal an der Oberfläche. Wir waren die ganze Zeit vor allem da hinten in den Gebieten. Da geht es noch lang. Ich weiß nicht, wie es da drüben aussieht. Nee, da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Wir sind die ganze Zeit hier drumrum gelaufen. Ach du Scheiße. So, pass auf, wir brauchen mal kurz irgendwie einen Safe Space. Jetzt echt normal laufen bringt das auch irgendwie einfach gar nichts mehr. So, pass auf, wir müssen mal kurz den Kartenmarker platzieren. So, pass auf.
Keiner will Sharpness 2. Huch, nein. Verdammt, nein! Was machst du denn? So, pass auf. Wo habe ich jetzt... Hier, die hatte ich da behalten. Nee, das ist die. Genau, das ist... Genau, das ist die, die wir nicht brauchen. Die andere habe ich in die Ender-Chest gelegt. Hier. Hier sind wir. Ja, hier haben wir schon einiges. Hier waren die Lampen. Das Fiese ist halt, dass viele von den Sachen nicht von mir platziert wurden. So, hier ist doch der geheime Eingang, wo man mal was essen soll, ne? Zum Fake habe ich das hier die ganze Zeit alles nicht gesehen. Ja, hier sind doch auch Wollblöcke. Also da sieht man, was der Shader alles leistet. Okay, aus irgendeinem Grund sind hier Glowing Sex gewesen. Wir müssten mal irgendwo hier... So. Und so. Das ist die Ancient City ab jetzt markiert. Standard wäre halt Empfehlung der Entwickler. Ja, aber Empfehlung der Entwickler gilt halt als das, was vorgesehen ist. Ich meine, theoretisch könnte mir ein anderer Hardcore-Spieler sagen, hier, du hast Phantome ausgemacht, das ist damit nicht mehr richtig Hardcore. What the fuck. Blue Shrek is near you. Ja. Okay, den hab ich wäre jetzt fast auf den draufgetreten und hätte noch einmal ausgelöst.
Moment, das habe ich gerade mehrere Sachen auf einmal geschrieben. Stell dir vor, die Game Roads sind. Ja, wie gesagt, die Game Roads sind ja dafür da, dass du das alles customizen kannst. Das ist auch gut. Ganz ehrlich, Minecraft. Noch wirklich, Minecraft ist wirklich ein Spiel. Da kannst du wirklich nach allen Regeln spielen, wie du sie möchtest. Deswegen, manche Leute sagen, Sandduplikator ist Cheating. Ich sag, das ist Technologie. Ich meine, es funktioniert ja auch nicht mit allen Blöcken. Es funktioniert mit sehr bestimmten und du brauchst ein sehr bestimmtes Setup, um es zu nutzen. Also von daher ist das voll okay. So, weil ich weiß, dass Looney zum Beispiel deshalb es nicht nutzt. Aber auf der anderen Seite sagt er, TNT-Duplikation ist okay, weil TNT-Duplikatoren geben dir ja nicht das Item, sondern sie spawnen ja nur praktisch schon entzündetes TNT. Ja, also das sind da schon wieder so Feinheiten. Aber er sagt ja auch nicht, es müssen alle so spielen wie er. Klingt immer so, als hättest du etwas gegen zu viel Anpassungsfreiheit. Das nicht. Auf gar keinen Fall. Ich sag halt nur, es bringt nichts, wenn der Spieler das Gefühl hat, dass sie damit dann auf eine Weise spielen, die so nicht legitim ist, wenn es drauf ankäme. Ich meine, wenn du dir Age of Empires anguckst, es gibt so viele Spieleinstellungen, die du machen kannst, aber im Ranked-Modus wird halt nur was Bestimmtes gespielt. Genauso auch Siedler. Und deshalb musst du dir halt darüber bewusst sein, was du für Standardeinstellungen vorgibst und ob das dann auch so als legitim wahrgenommen wird. Weil ich meine, du kannst auch in Siedler ein 7 gegen 1 spielen, aber das wird im Competitive Setting niemand machen. Wobei man bei gespiegelten gegen ungespiegelte Karten, da sieht man schon bei Siedler 3 vor allem halt, wie viel das ausmacht. Weil in Siedler 3 werden ungespiegelte Karten bevorzugt. Und das führt halt zu einem komplett anderen Spielerlebnis, weil dadurch halt Situationen entstehen, die halt auch wirklich Teamplayer fordern. Weil es halt wirklich sein kann, dass ein Teammate von 5 Gegnern umzingelt ist und er eigentlich nur, also das ist ja im Prinzip ein Todesurteil. Die Frage ist halt nur, kann er dafür sorgen, dass es den anderen Spielern möglichst schwer fällt, ihn zu töten, damit das restliche Team halt was reißen kann. Und was halt leider auch stimmt, wenn du Spielern die Chance gibst, werden sie den Spaß aus einem Spiel rausoptimieren. Also das sind halt auch so Sachen, auf die ich für HGL geben achten muss. So, ich würde sagen, wir sind noch etwa 13 Minuten hier. Dann würden wir uns auf dem Rückweg machen, weil das hier schaffen wir definitiv nicht alles an einem Tag. Es ist aber so, als würde es praktisch jetzt als Beispiel in S4 nicht einbauen wollen, dass man 7 gegen 1 spielen kann, weil es ja ranked auch nicht gehen würde. Nein, das nicht. Aber ich sage halt, es ist keine Lösung fürs Inventarproblem, zu sagen, der Spieler darf sich aussuchen, wie viele Inventarslots er haben kann. Das war auch, finde ich, ein bisschen so ein Problem bei Space Engineers. Du hattest da auch viele Möglichkeiten, auch Inventargröße. Ich glaube, du konntest von realistisch bis auf das 10-fache gehen. Das Ding ist, realistisch war halt absolut krampfig zu spielen. Aber der Setting realistisch, also es impliziert halt auch schon irgendwie, dass es so. Also es war halt nicht klar, womit haben die Entwickler das Spiel konzipiert, worauf ist es ausgelegt, was davon ist praktisch der Easy Mode und was davon ist der Hard Mode. Boah, dieser Ort ist so riesig. Aber wir können hier so geile Sachen bauen, wenn wir das hier alles mal erobert haben. Weil ich mich halt immer noch frage, ob sie mit diesem Portal-Ding da was machen. Oder ob das halt wirklich nur dieser Among Us-Troll war. Da teasert Mojang ja bis jetzt immer nur. Okay, hier ist eine Fledermaus. Thank you.
Wenn er was Mojang machen kann, ist sagen, es gibt, gäbe zum Beispiel ein seltenes Item. So, sie können sagen, sie konstituieren ein Item, was, wenn du das nutzt, dir x Inventar-Slots zusätzlich zu denen gibt, die du schon hast. Und dann kannst du halt in den Game Rules sagen, mit wie vielen von diesen Inventar-Slots du starten möchtest, wie viel dir dieses Item geben soll. Aber sie müssen halt trotzdem einen Wert festlegen, um den sie halt das alles rumbalancieren. Anders auch, wo mehr Anschein helfen, wenn man den Standard ändert, als zum Beispiel hast, dass man es rückgängig machen kann. Wie meinst du das? Also inwiefern rückgängig? Du kannst ja Game Rules theoretisch jederzeit ändern. Den Standard irgendwie so zu halten, der Standard muss irgendwas sein, womit die Mehrheit der Spieler happy, einigermaßen happy ist. So, du wirst ja nicht, also du, das wäre denn die Alternative, dass du was nimmst, womit ein paar Leute glücklich sind, aber nicht alle? Also, dass es ein paar Leute richtig toll finden und dann der Rest richtig scheiße? Also, da musst du halt schon irgendwie für den Standard musst du so einen Mittelweg finden. Und dann halt sagen, okay, wer es ändern will, kann es ändern. Ihr habt unseren Segen. Das sieht auch schon fast menschengemacht aus, to be honest. Im Moment stört mich nicht so sehr dieser Bereich hier, sondern mehr das Gebiet hier, wo wir gelandet sind. Damit wir hier auch in Zukunft hin können. Ohne... Also ich glaube, damit sollten wir uns jetzt befassen, dass wir hier einen Weg rein und raus haben. Und das wäre am besten machbar mit Hilfe von Wasser. Aber dafür müssen natürlich alle Sensoren und Shrieker in der Gegend eliminiert sein. Frage, was ich meine, Mojang keine Inventar-Slots hinzufügen wollen, weil einige Spieler das OP fänden. Wenn sie dann aber ein Inventar-Update rausbringen, das dann eine Game-Rule einfügt, wenn dieses Update. Ja, dann kann man nicht mehr, da würden die Leute nicht mehr Inventar-Slots nicht so unglücklich sein. Ja, ich finde, so einfach ist es. Ich weiß, was du meinst, aber die menschliche Psyche funktioniert leider doch ein bisschen anders. Das Ding ist, Inventarslots können halt eigentlich nicht OP sein, in dem Sinne, dass es halt ein Komfort-Feature ist. Also du wirst ja dadurch nicht... Huah, das sollte ich vielleicht nicht tun. Du wirst ja nicht in dem Sinne nicht stärker dadurch. Du hast halt unter Umständen halt, dass du halt, du kannst halt mehr Sachen tragen.
Soll Menschen mal ihr Gehirn umprogrammieren? Tja. Wir sind leider viel zu tief unten, als dass wir hier eine Beacon bauen, also dass wir eine Beacon bauen könnten, die sinnvoll wäre. Pass auf, wir sind hier unter dem Kürbis. Wenn wir jetzt hier ein Becken einplanen würden. Auf. Nur für den Fall der Fälle. Sagt auch mal, wo Bundles? Ja, die Bundles sind, glaube ich, auch einfach so eine Sache, weil ich finde, die sind nicht so die Lösung, für die sie gehalten werden. Im überarbeiteten Birkenwald. Ja, ach, der Birkenwald, ganz ehrlich. Das ist auch so ein Ding. Wie gesagt, ich habe gestern noch ein Video dazu so gesehen, wo jemand meinte, so, ja, sie müssen halt gucken, dass alles passt. Und ich habe mir so. Das Biom ist ja wohl jetzt nicht der Grund, also das dürfte ja wohl auf jeder Version passen. Also das ist ja auch jetzt nicht wirklich ein krasses Biom, wo irgendwas total Aufwendiges passiert. Es ist einfach nur ein scheiß Birkenwald. Das ist ja die Lösung für die Einzelnen. Ja eben, für die Einzelnen. Aber auch nicht, das ist aber wirklich alles. Ich meine, ja, hier würde es jetzt ein bisschen helfen. Aber ich würde es auch nicht überschätzen. So. Also, wenn ich das richtig beurteile, kommen wir jetzt hier gut rein und raus. Wir können hier schwimmen, ohne dass das ohne dass das irgendwas triggert. So, also ich bin zufrieden. Also die goldenen Äpfel haben es jetzt, finde ich, rausgerissen. Aber wir haben halt jetzt, wenn es hochkommt, ein Drittel gesehen von dem, was es hier gibt. Na gut, der Warden war schon ein Schreckmoment. Aber habe ich jetzt den Shader noch an? Ja. Also jetzt sieht man auch hier ein bisschen was. Aber man sieht auch noch, wie viel noch dunkel ist. Aber ich habe schon ein paar Ideen, was man aus diesem Gebiet machen könnte. Also, falls jemand The Forgotten City gespielt hat, also nicht das Remake auf Steam, sondern die Version für Skyrim mit dieser künstlichen Sonne, die halt den Tag-Nacht-Zyklus da unten dann erzeugt hat. Sowas denke ich halt, dass du eine riesige Lichtquelle, ich meine gut, die würde das Gebiet nicht wirklich erleuchten, aber es sähe schon geil aus. Ich habe auch eine Idee, mach aus der Ancient City die normale City. Ja, sozusagen, ich will das hier halt alles zurückerobern, also weg mit dem Skulk und so. Ich weiß noch nicht, was ich hier tue. Frage ist, wollen wir hier schon ein Netherportal einrichten? Ich meine, was wir mal machen könnten, wäre Koordinaten uns aufschreiben. Damit wir halt im Nether dann auch ein Portal platzieren können. Aber ich weiß nicht, ob ein Portal so safe ist. Weil wir halt noch nicht alles hier gesäubert haben. Skulk ist aber voll cool. Ja gut, wir haben jetzt theoretisch die Chance. Wir haben einen Skulk Catalyst. Wir können, wenn wir wollen, jederzeit eine Skulk Farm machen. Darf ich auf der Welt als Skulk mitspielen? Hier als Skulk-Block. So. Klar, warum nicht? Ja, die Frage ist, wo packen wir am Ende auch das Portal hin? Also wo fügt es sich gut ein? Das ist so ein Ding, was wir noch beantworten müssen.
Frage ist, gehen wir nochmal kurz hier hin, dass wir die groben Koordinaten haben. Weil dann können wir schon mal vorbereiten, dass wir im Nether die Sachen haben. Also, dass wir wissen, wo wir im Nether das Portal bauen müssten. Also, das Wasser hier ist auch sehr suspekt. Hat ein gewisses dunkle Volkleib. Ja, schon irgendwie. Also, zumindest in dem Sinne, dass es halt auch lebendig ist. So, pass auf. Wir stellen uns mal hier drauf. Und dann brauchen wir die Koordinaten. Das ist 100. Warte, wir schreiben es uns ins... Ja, wobei, wir können es nicht ins Buch schreiben. Weil das Buch ist in der Ender Chest. So. Dann haben wir nämlich die Koordinaten. Weil wir sind auf der X-Achse, sind wir gar nicht so krass weg. Also es dürfte im Nether auch relativ überschaubar sein, die Strecke. So, dann machen wir uns nämlich jetzt auf den Heimweg. Warte, erstmal behalten wir noch den Schild. Moment, wieso ist in der Richtung? Was habe ich denn hier gemacht? Hier ist der Ausgang, warte. So, ganz ehrlich, wir müssen keine Wolle verschwenden, vor allem wenn sie halt uns hier nicht weiterbringt. Na, nee, das nicht. Wir machen es andersrum. So. Und so. Oder? Nee, warte, wir haben Leitern. Wir haben Leitern. Wieso mache ich es eigentlich so kompliziert? Ich glaube, wir brauchen keine Kiste für flauschiges Zeug. Also so zwei Stacks genügen eigentlich. So, pass auf. Wir wollen hier raus. Dann wollen wir in die Richtung. Hier lang. Hier natürlich. Das hier müssen wir ein bisschen offener gestalten. So, jetzt möchte ich eigentlich irgendwie hier so einen Turm haben. Hast du eigentlich schon mal eine Karte gespielt? Nein. Ich bin mal gespannt, inwieweit die Ancient City, also wie weit wir die dann auch anbinden. Wir haben jetzt das Diamantserz, das wir noch gesehen haben, haben wir gar nicht mitgenommen. Wir hatten am Ende doch andere Prioritäten. Aber wir haben zwei goldene Äpfel, also da kann ich auch nicht drüber meckern.
Hallo, kann ich bitte? Dankeschön. So, dann können wir das jetzt auch von unserer Checkliste abhaken. Wir haben eine Ancient City. Frage ist, wann wir das nächste Mal da hingehen. Also das müssen wir uns mal gucken. Also ich glaube, wenn wir die nächsten Höhlentouren machen, gehen wir dahin. Nee, das ist ein normales Dorf. Ich dachte erst, das wäre meine Maya-Stadt, aber nein, meine Maya-Stadt ist euch ein bisschen aufwendiger. Da, das sieht nach Maya-Stadt aus. Wenn du mich mitspielen lassen würdest, würde mich auch hardcore, also sobald ich dann kann ich nicht mehr mitspielen, dann denkst du, würde ich überleben. Nach dem, was du beschrieben hast? Na gut, das Ding ist, du musst hier nichts freischalten. Du kannst ja direkt ins End. Du musst nicht den Enderdrachen legen. Dürftest du auch nicht, weil dann würden die ganzen Türme neu gespawnt. Will ich nicht. Also solange du nicht jetzt irgendwie den Wunsch verspürst, in eine Bastion zu gehen, wie ich beim letzten Mal, solltest du eigentlich ziemlich safe sein. So, Sache, die ich gerade noch erledigen will, also bevor wir... Also nur Dragon's Breath gelagert, um den Drachen nicht, respawnen wird. Ich habe ein bisschen gelagert, aber das Zeug brauchst du im Moment halt auch für nichts. Das Zeug ist komplett useless. Im Zweifel müsste ich halt einen Weg finden, wie ich die Türme irgendwie in mein Bild integrieren kann. So, pass auf. Hier ist ein Dings. Ein Anvil. Du hast gesagt... Du hast gefragt, ob du als Skulk mitspielen kannst. So. Jetzt spielst du als Skulk mit. Ja, komm, dich töten wir mal gerade. Also das mit den Untertiteln müssen wir uns merken, dass wir das anmachen, wenn wir die Sprache ändern. So, pass auf, jetzt müssen wir in die Richtung. So, jetzt brauchen wir auch noch die andere Karte, weil die tun wir auch zurück. So, das wollte ich schon mal tun. Ich wollte schon immer mal in meine Ender-Chest. So, wir haben so viel vor. Das ist halt leider echt eigentlich viel zu viel. So. Aber da haben wir eine Ancient City. Es ist eigentlich gar nicht so weit weg von der Maya-Stadt, wenn man so drüber nachdenkt. Ich meine, wir befinden uns aktuell... Nee, da ist die Raid Farm. Hier. Hier befinden wir uns. Also es ist schon krass, was für Distanzen wir hier innerhalb sehr kurzer Zeit zurücklegen können. Die Frage ist, wie machen wir es am geschicktesten, dass wir
den Weg von der Maya-Stadt fortsetzen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wenn du das nächste Mal in die Ender-Chest guckst, ist da alles geil. Ich bin da dabei, alles zu infizieren. Ja, da bin ich mal gespannt. Anyway, das reicht auch für heute. Ich finde, wir haben, also wie gesagt, allein die beiden goldenen Äpfel, das tröstet mich ein bisschen über den Wasted One zurück, drüber, den wir letztes Mal hatten. Also ja, mal gucken, ob ich habe eine Belohnung auch, die ein bisschen was damit zu tun hat im Kopf. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufziehe. Das geht natürlich auch nur, solange der Vorrat reicht. Aber wir brauchen dann auch sowieso mal ein paar Gründe, dass wir auch mal Sachen, also dass wir uns, das heißt, in Gefahr bringen. Also dass wir an Orte gehen, wo es goldene Äpfel gibt. Aber dann gehen wir halt trotzdem halt auch vorbereitet da rein. Also mit einer Bastion halt auch jetzt wirklich nur noch, also ich habe jetzt ein Bastion-Trauma. Ich gehe in einem Bastion wirklich nur noch mit Neverride und vor allem halt mit einer Beacon rein. Dass mich da auch wirklich nichts töten kann. Und ich meine, das ist eigentlich nur das Härteste, was es gibt. Also selbst die Ancient City, es war ein kleiner Schockmoment, als der Warden kam, aber dadurch haben wir zumindest mal, also ihr konntet jetzt einen kleinen Blick auf ihn werfen. Wie gesagt, ich empfehle definitiv das Texture Pack runterzuladen, dann könnt ihr euch den Warden genauer ansehen. Geht doch das nächste Mal in Lederrüstung, Passion. Nein. Ich danke fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.